Das sind Polizeiaufgaben. Warum setzt man die Armee dafür ein? Ja, aber die Antwort hat Herr Seibert doch eben ganz überzeugend gegeben. Wenn Sie der Meinung sind, dass es nur Polizeiaufgabe ist, dann ist es Ihre Meinung. Aber Sie haben diese Frage gestellt und eine Antwort bekommen. Das ist keine Meinung, das ist ja Recht. Wieso ist das Recht? Hm? Wer sagt das? Wo steht das? Wir führen ja keine Dialoge. Nee, Sie stellen Behauptungen auf, die nicht zutreffen. Das ist das Stichwort. Waiting for an answer. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Yes, I'm listening. Das ist die Sprecher, Herr Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher. Wir haben heute Gäste, und zwar unübersehbar dort hinten. Das sind 38 Soldaten, die an einer Vortragsreihe unter anderem zum Thema Medien im Kontext der Globalisierung teilnehmen. Unschwer zu erkennen, dass Sie von der Bundeswehr kommen. Herzlich willkommen hier in der Pressekonferenz. Herr Seibert beginnt mit dem Bericht aus dem Kabinett. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Das Kabinett hatte heute eine ungewöhnlich hohe Zahl von Tagesordnungspunkten, durch die ich Sie jetzt mal kurz durchführen möchte. Das erste oder die ersten beiden waren Entscheidungen über Bundeswehrmissionen im Rahmen der NATO. Die erste, die NATO-geführte Operation Active Endeavour im Mittelmeer. Die Bundeswehr soll ihre Beteiligung an dieser Operation unverändert fortsetzen. Diese Operation wurde durch die NATO-Mitgliedstaaten beschlossen, um im Mittelmeerraum einen Beitrag zur maritimen Terrorismusabwehr zu leisten. Sie konzentriert sich auf die Seeraumüberwachung, auf die Erstellung eines umfassenden maritimen Lagebildes. Die eingesetzten Schiffe und Luftfahrzeuge schaffen mehr Sicherheit im gesamten Mittelmeerraum. Damit tragen sie zur Verstärkung der Sicherheit an der Südflanke unserer Allianz bei. Seit 2012 bereits setzt sich die Bundeswehr im Bündnis dafür ein, dass das Einsatzprofil weiterentwickelt wird. Unser Ziel ist es dabei, den Auftrag zeitgemäß umzustalten und den Einsatz von Artikel 5 des Nordatlantikvertrages zu entkoppeln. Dazu gibt es grundsätzliche Verständigungen im Bündnis. Im ersten Halbjahr 2016 soll Active Endeavour in eine maritime Sicherheitsoperation der NATO auf Grundlage der maritimen Strategie der NATO überführt werden. Deshalb wird jetzt mit dem heutigen Beschluss des Bundeskabinetts das Mandat zunächst einmal als Übergangslösung bis zum 15. Juli des kommenden Jahres fortgeschrieben. Es können unverändert bis zu 500 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der konstitutiven Zustimmung des Deutschen Bundestages. Die zweite Mission ist die Mission Resolute Support Mission in Afghanistan, ebenfalls unter Führung der NATO. Die Bundesregierung hat heute die Fortführung dieses Einsatzes, dieser Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an Resolute Support beschlossen. Es geht weiterhin um Ausbildung, um Beratung und um Unterstützung der afghanischen nationalen Sicherheitskräfte. Fast ein Jahr nach dem Ende der ISAF-Mission haben die afghanischen Sicherheitskräfte gezeigt, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, selbst im Land für Sicherheit zu sorgen. Aber es hat unübersehbar Rückschläge gegeben. Die vorübergehende Einnahme der Stadt Kunduz durch regierungsfeindliche Kräfte war solch ein Rückschlag. Deshalb ist es weiter notwendig, die afghanischen Sicherheitskräfte zu unterstützen, um Defizite, Mängel auszuräumen und um zu verhindern, dass solche regierungsfeindlichen Kräfte weiter erstarken. Das neue Mandat soll um weitere 12 Monate verlängert werden. Das ist dann bis zum 31. Dezember 2016. Und in diesem Zuge ist die Anhebung der Personalobergrenze auf 980 Soldatinnen und Soldaten beabsichtigt. In der NATO findet zurzeit die fortgesetzte Prüfung und Beurteilung der Sicherheitslage in Afghanistan statt, sowie auch die Prüfung dessen, was die afghanischen Sicherheitskräfte an Ausbildung und Unterstützung benötigen. Die Ereignisse um Kunduz werden natürlich in diese Prüfung einbezogen, aber auch der gesamte Jahresverlauf für Afghanistan, für die afghanischen Sicherheitskräfte. Denn man muss in dieser Phase daran erinnern, 2015 ist das erste Jahr, in dem die afghanischen Sicherheitskräfte weitgehend auf sich allein gestellt operieren mussten. Und indem sie auf wichtige Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, beispielsweise Luftunterstützung, Aufklärung, nicht wie zuvor regelmäßig zurückgreifen konnten.
Diese Bereiche wird das Bündnis aus Sicht der Bundesregierung ebenso sorgfältig zu prüfen haben wie den Stand der Ausrüstungs- und der Ausbildungs- und Beratungsmöglichkeiten überhaupt. Die Bundesregierung hat ein starkes Interesse daran, dass die Prüfung ebenso wie die Beratung möglicher Konsequenzen gründlich geführt wird und dass sie ergebnisoffen geführt wird. Mit einem Ergebnis dieser Beratungen rechnen wir nicht vor dem Frühjahr 2016. Bei substanziellen Änderungen an den Einsatzplänen der NATO, die wir zum heutigen Zeitpunkt weder ausschließen können noch wollen, oder auch bei signifikanten Veränderungen der Lage vor Ort, wäre der Bundestag gegebenenfalls auch schon vor Ende 2016 noch einmal zu befassen. Mit dem heutigen Beschluss sendet die Bundesregierung ein deutliches Signal an die afghanische Regierung und an die afghanische Bevölkerung, dass Deutschland Afghanistan in der jetzigen schwierigen Übergangsphase nicht im Stich lässt. Dann folgten eine Reihe von Beschlüssen des Bundeskabinetts rund um das Thema Energiewende. Mehrere Vorhaben zu diesem Thema standen auf der Tagesordnung. Und insgesamt kann man sagen, in der Summe dieser Beschlüsse, es geht mit der Energiewende stark voran. Zuerst hatten wir den vierten Monitoringbericht Energie der Zukunft, den das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Dieser Faktenbericht dokumentiert den Stand der Energiewende. Die Zahlen zeigen, die Energiewende kommt voran. Ich will Ihnen einige Beispiele nennen. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch lag im ersten Halbjahr dieses Jahres zum ersten Mal über 30%. Auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsektor insgesamt liegt Deutschland auf Zielkurs. Der Bericht zeigt auch, dass sich die Höhe der EEG-Umlage stabilisiert hat. Zudem sind in diesem Jahr, zum Anfang des Jahres 2015, zum ersten Mal seit langer Zeit, seit über 10 Jahren, die Strompreise für Haushaltskunden wieder gesunken. Der Börsenstrompreis ist im Jahr 2014 um 10% zurückgegangen. Der Energieverbrauch ist im Jahr 2014 auf den niedrigsten Stand seit 1990 gesunken. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission aus unabhängigen Experten hat, wie in den Vorjahren, ihre Stellungnahme abgegeben. Wir danken dieser Expertenkommission für ihren kritisch-konstruktiven Beitrag, den wir intensiv prüfen und diskutieren werden. Das Bundeskabinett hat außerdem eine Änderung des Monitoring-Prozesses beschlossen. Dadurch soll die Expertenkommission in Zukunft mehr Zeit für ihre Stellungnahme bekommen. Ihre Mitglieder sollen auf 4 Jahre berufen werden. Weiterer Punkt zum Thema Energiewende. Das Kabinett hat den zweiten Erfahrungsbericht zum Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz beschlossen. Das Ziel dieses Gesetzes ist, den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte bis zum Jahr 2020 auf 14% anzuheben. Die Entwicklung in dem Berichtszeitraum zeigt, dass die Instrumente dieses Gesetzes wirken. Der Verbrauch von Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien ist deutlich gestiegen. Großen Anteil an dieser positiven Entwicklung haben Brennstoffe aus Biomasse, beispielsweise Holz. Auch solarthermische Technologien und Wärmepumpen haben ihren Anteil in den letzten Jahren gesteigert. Die Bundesregierung hat heute auch die Energieeffizienzstrategie Gebäude beschlossen. Energieeffizienz ist neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien, wie Sie wissen, die zweite Säule der Energiewende. Denn das Ziel ist es, vorhandene Energie besser zu nutzen. Die umweltfreundlichste, die günstigste Energie ist selbstverständlich solche, die gar nicht erst verbraucht wird. Dabei spielt der Gebäudebereich eine sehr große Rolle für die Energiewende, auch für unser Erreichen der Klimaschutzziele. 35% des Endenergieverbrauchs in Deutschland und auch etwa 1/3 der Treibhausgasemissionen entfallen auf Gebäude. Deswegen haben wir uns das ambitionierte Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2050, also das ist nun wirklich ein Langfristziel, einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Wie wir dieses Ziel erreichen können, diese Frage beantwortet die vorliegende Strategie. Sie hat technische und energetische Aspekte im Blick, aber auch ökonomische und auch perspektivisch gesellschaftspolitische Aspekte. Wir werden zu diesen einzelnen Maßnahmen einen Dialogprozess starten und die möglichen Handlungsoptionen diskutieren. Vom Thema Energie zum Rentenversicherungsbericht 2015, auch der lag dem Bundeskabinett heute vor. Er spielt die weiterhin erfreuliche Entwicklung der Rentenfinanzen in diesem Jahr wider. Außerdem stellt er die mittel- und langfristigen finanziellen Entwicklungen in der gesetzlichen Rentenversicherung vor.
Einige wenige Zahlen: Für das Jahresende 2014 wird die Nachhaltigkeitsrücklage auf 33,7 Milliarden Euro geschätzt. Das sind 1,75 durchschnittliche Monatsausgaben der deutschen Rentenversicherung. Danach bleibt, Modellrechnungen zufolge, der Beitragssatz für 2016 bis zum Jahr 2020 konstant bei 18,7%. Längerfristig steigt er schrittweise über 20,4% im Jahre 2025 bis auf 21,5% im Jahre 2029 an. Das Sicherungsniveau, also die Standardrente, gemessen am Durchschnittsentgelt vor Steuern, sinkt von 48,1% im Jahr 2014 auf 47,6% im Jahre 2020. Die langfristigen gesetzlichen Ziele für den Beitragssatz und für das Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente werden klar eingehalten. Laut Gesetz darf dieses Sicherungsniveau bis zum Jahr 2020 46% und bis 2030 43% nicht unterschreiten. Weitere Einzelheiten im diesjährigen Rentenversicherungsbericht. Und dann haben wir noch einen Tierschutzbericht 2015. Das ist der 12. Bericht über die Entwicklung des Tierschutzes. Der Berichtszeitraum 2011 bis 2014. Und man kann von wichtigen Verbesserungen beim Schutz von Nutztieren, Heimtieren und Versuchstieren berichten. Das Halten von Versuchstieren und die Durchführung von Tierversuchen wurde in diesem Berichtszeitraum strenger reguliert. Um den Tierschutz bei Heimtieren zu verbessern, müssen Händler den Tierhaltern schriftliche Informationen über die wesentlichen Bedürfnisse des Tieres, das sie erwerben, mitgeben. Es gibt spezielle Regelungen auch für die gewerbliche Kaninchenhaltung. Das wesentlich überarbeitete Säugetiergutachten gibt Anleitungen, wie beispielsweise in Zoos Säugetiere artgerecht zu halten sind. Wir haben, um unseriösem Tierhandel einen Riegel vorzuschieben, die entgeltliche Einfuhr von Wirbeltieren unter Genehmigungspflicht gestellt, ebenso die gewerbsmäßige Ausbildung von Hunden, um auch da Mindeststandards des Tierschutzes sicherzustellen. Das Schlachten von Tieren unterliegt national strengeren Regelungen. Beispiele, das hat mit Schlachten nichts zu tun, aber etwas anderes. Ab 2019 wird das betäubungslose Kastrieren von Ferkeln und der betäubungslose Schenkelbrand bei Pferden verboten. Und in dieser Legislaturperiode hat die Bundesregierung entsprechend dem Koalitionsvertrag vor, den Tierschutz noch einmal weiter ins Zentrum ihrer Aktivitäten zu stellen. Im Herbst 2014 hat sie die Initiative gestartet, eine Frage der Haltung, neue Wege für mehr Tierwohl. Ich glaube, das ist zunächst einmal eine ganze Reihe von Informationen. Sie können den Rest nachlesen. Das ist sehr spannend. Stellungnahme der Bundesregierung zum Gutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation 2015 ist dann der fast schon letzte Punkt. Jährlich erscheint ein Bericht der Expertenkommission und zu diesem Bericht hat das Bundeskabinett nun seine Stellungnahme verabschiedet. Die wichtigsten Aussagen: In Deutschland wurde noch nie so viel Geld für Forschung und Entwicklung investiert. Die Ausgaben des Bundes sind im Zeitraum von 2005 bis 2015 in diesem Bereich um 65% gestiegen, zuletzt fast 15 Milliarden Euro. Damit und mit vielen anderen Kennzahlen zeigt die Bundesregierung, dass sie die Forderungen der Expertenkommission ernst nimmt, dass sie die Innovationskraft stärkt, dass sie ein attraktives Umfeld für kreative und für exzellente Forscher und Forscherinnen und für Innovations- und investitionsbereite Unternehmen schafft. Wir haben mit der neuen Hightech-Strategie und der digitalen Agenda die Weichen auch für eine moderne Forschungs- und Innovationspolitik richtig gestellt. Mehr dazu dann auch in dem Bericht. Und zum Schluss noch der ständige Tagesordnungspunkt Flüchtlingssituation. Auch damit hat sich heute das Kabinett wieder intensiv beschäftigt. Schwerpunkt des Austauschs im Kabinett heute war der Bericht von Frank-Jürgen Weise zum aktuellen Stand bei der Beschleunigung der Aufnahme- und Asylverfahren als Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit und als Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge führt er den Arbeitsstab Integriertes Flüchtlingsmanagement und er hat da aus seiner Arbeit und von den Fortschritten berichtet. So viel fürs Erste. Ja, vielen Dank. Wir gehen jetzt die Punkte durch. Ich weiß schon, dass es eine Frage gibt zur Operation Active Endeavor
vom Kollegen Jung. Moment, ist das so richtig? Ja, bitteschön. Herr Seibert, mich würde interessieren, bei Active Endeavour, das soll ja Terrorismusabwehr sein im Mittelmeer. Warum ist das eine Militäraufgabe? Terrorismusabwehr ist doch eine Polizeiaufgabe. Warum übernimmt das die Bundeswehr? Warum übernimmt das die NATO? Ich weiß nicht, ob die Kollegen von AA und BMVG sich damit befassen wollen. Also Active Endeavour ist eine Mission, die es seit 9/11, seit 2001 gibt. Sie war damals die angemessene Reaktion des Bündnisses unter Einschluss Deutschlands auf die terroristischen Gefahren, die es 2001 gab, die sich unter anderem im Terroranschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 materialisiert hatten. Und das Bündnis hat regelmäßig seit 2001 es für richtig erachtet, diese Mission fortzusetzen. Das geschah, das ist im Bündnis der NATO so üblich, immer mit Zustimmung der Bundesregierung, denn bei der NATO gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Und es ist auch jetzt noch die Überzeugung der NATO-Bündnispartner und der Bundesregierung, dass es vernünftig ist, sich im Mittelmeer ein Lagebild zu verschaffen über Aktivitäten, die mit Terrorismus im Zusammenhang stehen. Es ist aber die Haltung der Bundesregierung und insbesondere des Außenministers, dass man sich der Frage zuwenden kann und auch zuwenden sollte, ob die Rechtsgrundlage für diese Mission Active Endeavour im Mittelmeer der Artikel 5 des Bundesvertrages sein muss. Zu diesem Zweck und zu dieser Frage hat es in den letzten Jahren intensive Debatten innerhalb der NATO gegeben. Und ich war leider hier ein paar Minuten zu spät. Ich nehme an, Herr Seibert hat das auch schon ausgeführt, dass wir deshalb den Beschluss hier gefasst haben als Bundesregierung, das Mandat jetzt zunächst erstmal bis Juli 2016 zu verlängern, weil wir davon ausgehen, dass es auf dem nächsten NATO-Gipfel in Warschau bei dieser Frage, die für uns von einiger Bedeutung ist, Entscheidungen gibt, die dann vielleicht auch Konsequenzen für das deutsche Mandat haben werden. Im Übrigen, Herr Jung, ist das natürlich nicht wahr, dass Terrorismusbekämpfung ausschließlich Aufgabe von Polizei oder so wäre. Ich erinnere mal an Afghanistan. Der Einsatz in Afghanistan ist natürlich ein Einsatz gegen den von dort entstehenden und von dort exportierten Terrorismus gewesen. Und er wurde auch mit den Mitteln von bewaffneten Streitkräften geführt. Haben Sie dazu eine Nachfrage? Ja, also die Frage wurde ja an sich nicht beantwortet. Die Frage war, warum, das sind Polizeiaufgaben, warum setzt man die Armee dafür ein? Ja, aber die Antwort hat Herr Seibert doch gerade eben ganz überzeugend gegeben. Wenn Sie der Meinung sind, dass es nur Polizeiaufgabe ist, dann ist es Ihre Meinung. Aber Sie haben diese Frage gestellt und eine Antwort bekommen. Das ist keine Meinung, das ist ja Recht. Wieso ist das Recht? Wer sagt das? Wo steht das? Wir führen ja keine Dialoge. Nee, Sie stellen Behauptungen auf, die nicht zutreffen. Das ist das Stichwort, nämlich der Kollege Knabe hat eine Frage dazu. Bitte schön. Zum Beschluss der Bundesregierung, die Ausbildungsfunktion zu verlängern und personell zu verstärken. Herr Flussdorf, wo sind denn die entscheidenden Defizite bisher bei der afghanischen Armee? Sie wissen ja, dass wir die Sicherheitsverantwortung vor jetzt knapp fast einem Jahr übergeben haben an die afghanischen Sicherheitskräfte. Wir stehen ja auch nicht nur aus der Armee. Es gibt jetzt einige, wir haben ausgebildet Resolute Support, vor allem in Mazar-i-Sharif. Wir haben sehr intensiv die Truppe ausgebildet, niedrigere Ränge. Es hat sich aber jetzt sich herausgestellt im letzten Jahr, nach einem Jahr Führungsverantwortung, in dem sich die afghanische Armee im Großen und Ganzen gut behauptet hat. Das ist ein großes Maß an Verantwortung, das in kurzer Zeit ihr übertragen wurde, dass wir noch Verbesserungspotenzial haben, insbesondere bei der Ausbildung von Führung und Steuerung von Aktionen, also die Führungsebenen, die oberen Führungsebenen, dass man da nochmal nachsteuert, intensiver ausbildet, dass man auch nochmal guckt, wie können wir in der Operationsführung
noch präventiv besser ausbilden, dass sie gezielter und effektiver noch ihre Kräfte einsetzen, auch in Koordination mit den Partnern und Verbündeten. Und da haben wir jetzt mit der neuen Obergrenze Flexibilität im Mandat, dass wir diese Beratungsleistung, Ausbildungsleistung intensivieren können. Zusatzfrage? Bitte. Und im operativen Bereich, also in der Ausbildung der Truppe, sehen Sie da keine Defizite? Können Sie es spezifizieren? Wenn zum Beispiel in Kunduz, um das nochmal aufzugreifen, die Truppe selber ohne Luftunterstützung von der amerikanischen Seite nicht fähig war, tatsächlich die Stadt zurückzuerobern und am Flughafen dann eben auch die Truppen eingesetzt waren und Luftunterstützung der Amerikaner war. Das ist doch ein Beispiel, dass es da einige Mängel gibt. Ja gut, aber da spielen Sie darauf an, dass die afghanische Armee jetzt über spezielle Fähigkeiten nicht verfügt, wie zum Beispiel eine eigene Luftwaffe. Und wir sind ja hier in einer Ausbildungs- und Beratungsmission. Das kann man jetzt auch mit mehr Ausbildung und Beratung ja nicht kompensieren. Was kompensiert werden kann und was verbessert werden kann, das ist die Zusammenarbeit zum Beispiel, dass man guckt, dass die richtigen Ziele identifiziert werden und die richtigen Ziele dann auch besser und zielgenauer und auch in der Kommunikation stringenter und effektiver kommuniziert werden. Man kann zum Beispiel, wenn Sie das Beispiel Kunduz ansprechen, daraus lernen, dass es ja an einem Tag erfolgt, an dem jetzt die obersten drei Führungsebenen bekanntermaßen auch der Sicherheitskräfte nicht dort vor Ort waren und insofern auch das Auswirkungen hatte auf das Verhalten der Truppenteile, die dort vor Ort anwesend waren, dass das nicht hätte so passieren müssen, wenn man vorher die afghanischen Streitkräfte anders aufgestellt gewesen wären, vielleicht auch anders ausgebildet gewesen wären, wobei das jetzt nicht unbedingt heißt, dass die Ausbildung im vergangenen Jahr, die Bundeswehr dort geleistet hat, in Mazar-i-Sharif falsch gewesen wäre. Vielleicht hätte man jetzt auch noch andere ausbilden müssen. Und da sind wir jetzt dran und diese Schlüsse werden jetzt gezogen. Und deswegen wird dieses Mandat auch modifiziert, nach allem, was wir jetzt nach einem Jahr gelernt haben. Die nächste Frage hat der Kollege Weiland. Ja, Weiland, Spiegel Online. Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt und nochmal an Herrn Flosdorf. An Herrn Flosdorf vielleicht an Sie zuerst, weil Sie gerade da an dem Thema sind. Wie weit geht denn die Ausbildungsmission konkret für die eingesetzten deutschen Berater? Werden die afghanischen Truppen eventuell auch in einen Kampfeinsatz direkt begleiten, um sie dort zu beraten? Sie meinen, dass das im Sinne von Partnering, dass die mit reingehen, direkt in die Straßenzüge und konkrete Kampfoperationen aus der Nähe begleiten, dann ist es nicht so in dem Mandat, sondern an dem Charakter des Mandates, dass wir ausbilden und beraten, wird sich nichts ändern. Es wird sich insofern nur was ändern, dass wir jetzt die Situation, die wir in Kunduz hatten, da sind dann auch Berater dann nach Kunduz geflogen, waren dort am Flughafen im Lager drin, haben dort das Lagebild mitverdichtet, haben Erkenntnisse gewonnen, aber konnten im Prinzip die direkt vor Ort nicht weitergeben, sondern mussten wieder zurück nach Mazar-i-Sharif und konnten dann irgendwie das weiter kommunizieren, sodass die Angriffe oder beziehungsweise die Operation der Rückeroberung effektiver erfolgen konnte und diese unnötigen Hinderungen, die auch vor Ort schwer zu erklären sind, in afghanischen Streitkräften, die werden wir künftig nicht mehr haben, wenn denn dieses Mandat auch vom Bundestag so beschlossen wird, wie es jetzt die Regierung eingebracht hat. Danke. Herr Schäfer, die Frage, Ihre letzte Bemerkung, die Sie gerade gemacht haben zum Einsatz im Mittelmeer, da verwiesen Sie auf die kommende NATO-Konferenz in Warschau und dass da möglicherweise Änderungen zu erwarten sind. Könnten Sie das noch mal ein bisschen präzisieren, was dort die deutsche Seite erwartet in Bezug etwa auf Artikel 5? Habe ich Sie da richtig verstanden oder in welcher Form? Ja, wie gesagt, ich war nicht dabei, leider, und kann mich dafür nur entschuldigen. Und deshalb weiß ich nicht, was Herr Seibert gesagt hat. Ich kann gerne noch mal das wiederholen, was ich gesagt habe. Die Bundesregierung ist der Auffassung, der Außenminister ist der Auffassung, dass es sich lohnt, im NATO-Bündniskreis darüber zu diskutieren, auf welcher Grundlage wir die Arbeit im Bündnis in der Operation Active Endeavour fortsetzen. Wir haben da eine Lage, in der seit inzwischen 14 Jahren das alles auf der Grundlage eine Erklärung des NATO-Rats vom 12. September 2001 erfolgt, in der auf Antrag der Vereinigten Staaten von Amerika sagen der Bündnisfall gemäß Artikel 5 erklärt worden ist.
Wir haben jetzt eine Situation, in der terroristische Anschläge wie am Freitag in Paris auch im Bündnisgebiet vorgefallen sind. Die französische Regierung, der französische Präsident haben bislang jedenfalls davon Abstand genommen, mit dieser Frage das Bündnis zu befassen. Das wissen Sie alles. Und wir denken, dass es jetzt der richtige Moment ist, im Bündnis all diese Fragen noch mal zu diskutieren, vielleicht auch auf dem Gipfel in Warschau zu diskutieren, um dann gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen, ob Active Endeavour in der gegenwärtigen Form fortgesetzt wird und auf welcher Grundlage das passiert. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, könnte es auch sein, dass statt Artikel 5 man die Mission auf den EU-Lissabonner Vertrag Artikel 42 umstellt? Naja, die NATO kann ja schlecht auf der Grundlage des EU-Vertrages operieren, sondern die NATO würde dann auf anderer Grundlage operieren. Okay, vielleicht eine Nachfrage noch, Herr Schäfer, zu der Debatte um Artikel 5 und Artikel 42. Ist denn aus der Sicht des Auswärtigen Amtes und vielleicht Ihrer Rechtsexperten, so wie es gestern in einigen Agenturen durchklang, der Artikel 42.7 schärfer eigentlich als der Artikel 5 oder sind die gleichwertig? Welche Vor- und Nachteile hat denn eigentlich dieser EU-Artikel? Also ich glaube, das lohnt da jetzt nicht in Formen des Komparativ miteinander zu diskutieren, was ist stärker, was ist fester, was ist weniger fest. Also ich glaube, beide Artikel, der Artikel 5 des NATO-Vertrages und der Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrages, sind ganz starke Instrumente des gemeinsamen Handelns und des solidarischen Handelns für den Fall eines bewaffneten Angriffs. Und die Reaktion der Bundesregierung auf den Vorschlag, den Antrag, die Bitte des französischen Präsidenten, wie im Kongress in Versailles geäußert und dann auch in die europäischen Institutionen eingeführt hat, ist selbstverständlich. Antworten wir positiv auf diese französische Bitte. Wir stehen solidarisch an der Seite Frankreichs. Und jetzt stehen wir vor einer Situation, in der wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und mit unseren französischen Freunden darüber beraten, was das konkret bedeutet, dass wir alle zusammen als 28 der Europäischen Union gemeinsam zusammenstehen gegen diesen Angriff auf Frankreich. Ich setze Sie gerne wieder auf die, aber jetzt ist der Kollege Siebert dran, bitteschön. Herr Flusdorf, konkret jetzt, was die neue Mandatsobergrenze angeht, wie viel mehr Ausbilder sind das jetzt? Also wenn man jetzt die Differenz nimmt von 850, wenn ich mich richtig erinnere, auf 980, heißt das, es sind 130 Ausbilder mehr oder sind das jetzt auch so und so viel Küchenpersonal oder Generatoren? Diesel, Einfüller. Ändert sich was an der Zahl der Evakuierungskräfte, die in dieses Mandat eingeschlossen sind? Und als weitere Frage, wenn Sie sagen, es gibt kein Partnering, aber man darf sozusagen in der Operation beraten, gibt es irgendeine Regel sozusagen, wie nah die Berater einem Gefecht einer Operation rücken dürfen? Dürfen die dann sozusagen, müssen die mindestens 500 Meter oder 5 Kilometer oder 50 Kilometer Abstand nehmen, sozusagen, wie ist diese etwas unscharfe Grenze zu definieren? Danke. Also zum ersten Punkt bitte ich um Verständnis, da ich jetzt noch nicht ins Detail gehe. Wir haben am 23. November ein Treffen mit den anderen Partnernationen, mit denen wir dort im Norden, in Mazar-i-Sharif, die Mission als Rahmennation bisher gestalten. Und da wird man im Einzelnen noch mal hören, inwieweit die anderen Partner alle bereit sind, sich weiter einzubringen. Im Großen und Ganzen werden die alle dabei sein, aber in welcher Größenordnung und mit welchen Spezifikationen, das steht noch aus. Insofern brauchen wir jetzt im Moment noch ein bisschen Spiel auch im Mandat, um notfalls auch den Ausfall anderer Nationen kompensieren zu können. Es ist unter, auch einfach um ein Stichwort zu geben, da sind nicht nur Dienstposten drin. Wir bauen ja im Moment den Abstützpunkt in Termes zurück. Da sind im Moment noch Kräfte im Mandat mit berücksichtigt. Wir mussten
eine befreundete Nation konnte den Hubschrauber nicht mehr stellen. Auch das hatten wir schon zu kompensieren, jetzt im Mandat. Das heißt, wir sind jetzt im Moment schon hart an der Obergrenze dran. Wir werden im nächsten Jahr auch nochmal Aufgaben, die turnusgemäß innerhalb der Partnernationen wechseln, in Kabul übernehmen müssen. Wieder von einer anderen Nation, die mit Fernmeldetätigkeiten zu tun haben. Das heißt, das ist ein ganzer Korb an Aufgaben, die da zu erledigen sind, und aber signifikant sicherlich von diesen zusätzlichen Kräften jetzt gegenüber dem jetzigen Mandat werden mit Beratung und insbesondere mit einer besseren Unterstützung der afghanischen, der Führung der Streitkräfte und der Operationen beschäftigt sein. Wenn Sie jetzt nochmal sagen, was der qualitative Unterschied nochmal ist, der einzige Änderung im Mandatstext, das ist die Restriktionen, die wegfallen, wenn wir begleiten, wenn wir außerhalb des Feldlagers in Mazar sind. Bisher war das zulässig bei Truppenbesuchen oder wenn man zu Besprechungen irgendwo hingereist ist. Jetzt soll man auch, weil wir auch dorthin reisen können, unterschiedliche Orte außerhalb von Mazar-i-Sharif, wenn wir dort beraten. Aber das soll auch nur zeitweise und in begrenzten Einzelfällen erlaubt sein, der Fall sein, und das ist die Grenze des Mandates. Dann hat die nächste Frage der Kollege Jung nochmal zu Tisch. Herr Schäfer-Seibert, wenn ich Herrn Flossow richtig verstanden habe, muss man sich mit den Partnern erstmal ein bisschen austauschen, wie es in Zukunft weitergeht. Als Herr Obama vor ein paar Wochen angekündigt hat, dass die Amerikaner länger da bleiben und sie einen Tag später uns gesagt haben, dass die Bundeswehr dann auch da bleibt, weil man dem zustimmt, haben sie aber auch gesagt, man macht erst einen Plan. Und dann strebt man eine Verlängerung des Mandats an. Jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, hat man erst verlängert und dann macht man einen Plan, wie es weitergehen soll. Und wie soll ich? Und wenn, naja, das war die Frage. Also ich kann da auch gleich was zu sagen. Unser Mandat läuft ja zum Jahresende aus. Das heißt, wir müssen in die Planung gehen und wir müssen uns auch mit den anderen Partnern, die auch eine Planungssicherheit brauchen, die müssen wissen, ob wir als Rahmennation weiter zur Verfügung stehen. Das ist ein grundsätzliches Ja. Und diese Frage haben wir positiv beantwortet. Auch wenn wir jetzt noch nicht im Detail wissen, wie genau die Beteiligung und die Ausgestaltung ist, so haben doch die Amerikaner ein klares Signal gegeben, auch an das afghanische Volk, an die afghanische Regierung, dass es weitergeht. Und wir haben das klare Signal gegeben an unsere Partner, dass wir auch wieder mit dabei sein werden. Und ich, wenn Sie auf den Plan anspielen, möchte ich auch an der Stelle noch mal ganz deutlich sagen, es gibt ja nicht nur das militärische Feld, sondern es gibt auch das politische Feld, was weiter betrieben werden muss. Auch der Versöhnungsprozess, der Verständigungsprozess innerhalb Afghanistans muss vorangetrieben werden. Und das Militärische ist nur Teil einer Gesamtstrategie. Und wir brauchen eine Planungssicherheit, die Militärs, auch die anderen Partnernationen erwarten das von uns, da wir eine herausgehobene Rolle haben im Norden Afghanistans. Und deswegen gehen wir jetzt diesen ersten Schritt. Das heißt aber nicht, dass noch Anpassungen nicht notwendig sein, nicht mehr möglich sind, falls die notwendig werden in den nächsten Wochen. Ist das immer so, dass dem Bundestag dann was vorgelegt wird, wo die Details noch total schwammig sind? Oder ist das jetzt eine Ausnahme? Ich hatte ja gesagt, und darauf will ich gerne noch mal hinweisen, und das sage ich ja nicht bei jeder Mandatsverlängerung, dass bei substanziellen Änderungen an den Einsatzplänen der NATO oder bei signifikanten Veränderungen der Lage vor Ort der Bundestag auch vor Ende 2016 noch einmal zu befassen ist. Wir haben da keine volle Konkurrenz zwischen dem nationalen Fahrplan unserer Mandate, die wir ganz bewusst immer auf 12 Monate anlegen, damit, das ist ja nicht rechtlich zwingend, sondern damit der Bundestag in regelmäßigen Abständen Gelegenheit bekommt, als Parlamentsarmee über den Einsatz der Bundeswehr zu entscheiden. Es bleibt dabei, was wir damals gesagt haben, das sagen wir auch heute, die formale Entscheidung über die Fortsetzung von Resolute Support fällt Anfang Dezember bei der Sitzung der Außenminister der NATO in Brüssel. Das war damals so kommuniziert, das gilt auch weiter. Jetzt haben wir ungefähr 2 Wochen vorher, und bevor es diesen förmlichen Beschluss nicht gibt, finde ich es ganz natürlich und auch lebensnah anzunehmen, dass nicht jede der über 50 Nationen, die bislang dabei sind, jetzt sich schon endgültig sozusagen auf Punkt und Komma festgelegt hat, was genau wo wie geschieht. Und weil das so ist und weil gleichzeitig Deutschland insgesamt im Afghanistan-Dossier, aber auch im Bereich des militärischen Engagements immer eine Führungsrolle eingenommen hat, ist es, glaube ich, nicht nur richtig, sondern auch vernünftig,
dass wir vorangehen, dass wir sagen, klare Vorgaben machen und im Rahmen dieser Vorgaben dann darauf setzen, dass die Partner, zum Beispiel die, die in der Speiche Nord mit uns gemeinsam das in Masar machen wollen, sich unseren Aktivitäten in der richtigen Weise einschließen. Und ich sehe da überhaupt kein Problem. Und ich muss ausdrücklich sagen, schwammig ist da überhaupt nichts. Der Kollege Weiland, genau. Ja, Herr Schäfer, noch mal eine Frage zu der Stellungnahme des Außenministers gestern auf Zypern. Er hat ja erklärt gegenüber der Presse auf die Frage, ob es zu deutschen Lufteinsätzen über Syrien kommen sollte. Es mache keinen Sinn, wenn nach 16 Nationen eine 17., 18. oder 19. noch dabei sein müsse. Nun kann es aber dazu kommen, dass die Franzosen ja vielleicht eine mittelbare Beteiligung fordern, wie sie es etwa auch in Mali getan haben, wo die Bundeswehr ja zeitweise Transall-Maschinen zur Verfügung gestellt hat. Rechnen Sie damit, dass etwa die Franzosen Luftbetankungsflugzeuge oder Ähnliches mittelbare Anforderungen auch für einen Syrien-Einsatz stellen werden? Also ich glaube, es geht in Syrien um militärisches Engagement der internationalen Gemeinschaft, in Afghanistan auch. Aber wir vermischen hier jetzt ein bisschen die Themen, Frau Vorsitzende. Wenn Sie möchten, antworte ich auf diese Frage. Ist kein Problem. Wir sind da reingeraten, ja. Also das, was der Minister gestern gesagt hat, dürfte aufmerksamen Beobachtern der Regierungspressekonferenz nun wirklich nicht neu vorgekommen sein. Auf ähnliche Fragen wie die, der Herr Steinmeier gestern in Zypern gestellt worden sind, habe ich mehrfach hier gesagt, ich glaube, dass das militärische Engagement Deutschlands insbesondere durch die Beratung und Ausrüstung der Peschmerga richtig und angemessen ist, ein wichtiger Teil der Aktivitäten der Anti-ISIS-Koalition ist. Die Entwicklungen der letzten Wochen, insbesondere der Umstand, dass die Peschmerga mit zum Teil unseren Waffen und mit amerikanischer Unterstützung aus der Luft große Fortschritte gemacht haben bei der Befreiung von Sinjar, zeigen, glaube ich, dass das, was wir tun, vernünftig ist, aber auch sagen, konkret belegbare Erfolge zeitigt. Und im Vergleich dazu wäre eine Beteiligung an Luftangriffen über Syrien, wo es, glaube ich, eine Gruppe von mehr als einem Dutzend, ich glaube 16 oder 17 Staaten gibt, die dazu bereit sind, kein wesentlicher Fortschritt, weil ich glaube, es sozusagen genügend Bereitschaft und auch Material, auch Fluggerätschaften der internationalen Gemeinschaft und der Anti-ISIS-Koalition gibt, die genau dies tun. Sich da einzureihen, ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt in der Sache zielführend. Und Ihre Frage, was sein könnte, wenn... Ich kann verstehen, dass Sie diese Frage stellen. Diese Frage ist im Übrigen von einem Kollegen von Ihnen, von Herrn Schulze, bereits vorgestern mit einem konkreten Blick auf das Kommuniqué der Syrien-Verhandlungen am Samstag gestellt worden. Könnte sich eventuell die Bundeswehr Deutschland an einer VN-Mission zur Überwachung eines Waffenstillstands in Syrien beteiligen? Ich finde, das ist eine legitime Frage, aber ich glaube, es ist auch eine legitime Antwort, Ihnen zu sagen, wir sind leider derzeit so weit weg von einem Waffenstillstand in Syrien. Im Gegenteil, wir haben, ich weiß nicht, mindestens eine Handvoll, vielleicht zwei Handvoll Nationen, die da im syrischen Luftraum militärisch aktiv sind. Jede Menge Gruppierungen, die einander auf furchtbare Art und Weise im Krieg und im Bürgerkrieg Leid antun. Die Bedingungen, unter denen so etwas möglich sein könnte irgendwann, sind derzeit so spekulativ und so hypothetisch, dass ich glaube, dass es vernünftig ist, darauf jetzt noch keine konkrete Antwort zu geben. Ich danke erstmal Herrn Schäfer nochmal für die Bemerkung. Tatsächlich sind wir eigentlich noch dabei, die Kabinettsthemen abzuarbeiten, Kolleginnen und Kollegen. Ich würde dann jetzt dazu noch einmal Herrn Siebert dran nehmen und dann fortfahren in meiner Liste. Bitte schön. Also wenn es gestattet ist, später dann nochmal eine Frage irgendwie zu möglichen antiterror-militärischen Maßnahmen zu stellen. Okay. Dann stelle ich das gerne zurück. Jetzt die Frage nochmal zu Afghanistan. Sie sagten, Herr Schäfer, das sei ja nicht schwammig und es sei lebensnah, wenn sich die Partnernationen dann noch nicht endgültig festgelegt hätten, was sie machen können und was nicht. Die Bundesregierung hat sich ja jetzt aber festgelegt auf eine Obergrenze von 980 und nicht von ungefähr 1000 oder 1005 oder sowas, sondern irgendeine Vorstellung muss ja dahinter gesteckt haben, warum man jetzt 980 hat und nicht mehr 850. Also meine Frage ist, wie kommt es zu dieser Zahl?
Wollen Sie zuerst? Ja, ich kann da gerne darauf antworten. Auch wenn formal die Sitzungen noch nicht stattgefunden haben mit den Partnernationen, hat es aber doch in den letzten vergangenen Wochen und Monaten etliche Treffen gegeben, auch am Rande der Verteidigungsministertreffen, zum Beispiel in Brüssel, aber auch bei allen anderen Sondierungen, Sicherheitskonferenzen, Sondierungen mit den anderen Nationen, in welchem Maße sie voraussichtlich bereit sein werden, sich wieder zu beteiligen. Und auch die Schlüsse, was notwendig ist, jetzt nach Kundus, sind jetzt auch einige Wochen Gelegenheit gewesen, sich da zu orientieren, was voraussichtlich notwendig sein wird. Das heißt, man fängt jetzt nicht an, auf einem weißen Blatt Papier Anfang Dezember zu zeichnen, sondern die Planungen sind natürlich schon in einem fortgeschrittenen Stadium, auch wenn noch nicht der letzte Haken drunter ist. Ja, ich würde es ergänzen und kann nur beipflichten. Die 980 sind, wenn Sie so wollen, die Summe von komplizierten militärischen und politischen Erwägungen, die es uns möglich machen, das, was wir tun wollen und das wir mit unseren Partnern tun können, im Rahmen dieses Mandats umzusetzen. Es gibt ja gar keinen Zwang, mit 980 Mann vor Ort zu sein, sondern wir sind guten Glaubens und der Gewissheit, dass wir genau mit dieser Obergrenze das erreichen können, was wir gemeinsam mit unseren Partnern erreichen wollen. Gut, dann kommen wir zum Thema. Gibt es Fragen zum vierten Monitoringbericht Energie der Zukunft? Der Kollege Jung, bitteschön. Mit Hinblick auf die Weltklimakonferenz, Herr Seibert, ist damit zu rechnen, dass Deutschland oder die Kanzlerin vor Paris ankündigen wird, bis 2050 zum Beispiel aus der Kohlekraft auszusteigen? Richtet sich an? An Herrn Seibert. Okay. Deutschland und die Europäische Union haben ja bereits klare Ziele verkündet, die sie sich stellen. Im Übrigen war es einer der Erfolge der G7-Konferenz in Elmau, dass es möglich war, im Schlussdokument die Absicht zu verankern, die Energiegewinnung zu dekarbonisieren über den Verlauf dieses Jahrhunderts. Und weitere Ankündigungen kann ich Ihnen jetzt hier nicht machen. Aber das ist ja genau der Punkt, die Dekarbonisierung, das heißt Wegfall von Kohlekraft. Ich weiß, was Dekarbonisierung heißt, deswegen habe ich es benutzt. Und in dem Sinne ist es ja auch in das Schlussdokument der G7 eingebracht worden. Frage dazu, bitte. Ja, kurze Nachfrage, Herr Seibert. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte heute der Klimaschutzbericht im Kabinett sein. Ich weiß, vielleicht habe ich es verpasst. Welcher Bericht? Der Klimaschutzbericht der Bundesregierung. Hat der eine Rolle gespielt heute oder ist der vertagt worden? Und ich wollte ganz gerne wissen, wie die Haltung der Bundesregierung ist, ob die Klimaschutzkonferenz mit Kanzlerin in Paris dann stattfinden wird. Die Eröffnung, der meine ich jetzt. Ende November, ich glaube der 30. November ist es, glaube ich. Also was im Kabinett war, aber ohne Aussprache, ist der Entwurf einer Antwort der Bundesregierung auf die große Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Umsetzung des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020, ein Klimaschutzbericht. Okay. In dem Sinne war nicht im Kabinett. Und was die COP21, also die Klimaschutzkonferenz in Paris betrifft, so ist es natürlich die Sache der Gastgeber, der Franzosen, des französischen Präsidenten insbesondere, die Staats- und Regierungschefs dorthin zu dem Zeitpunkt einzuladen, der ihnen aus, ich würde mal sagen, Verhandlungsgründen der sinnvollste erscheint. Und dem wird die Bundeskanzlerin selbstverständlich Folge leisten. Wir sagen die Termine dann an, wenn sie feststehen und wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Herr Jung dazu nochmal bitte. Also, was ist denn der Plan für die Dekarbonisierung der deutschen Energie bis zum Ende des Jahrhunderts? Vielleicht möchte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie da fachkundig jetzt darüber sprechen. Ja, vielen Dank. Kann ich gerne was dazu sagen. Es ist ja klar, es ist auch dargestellt worden, einer der Berichte heute im Kabinett war der Monitoringbericht Energie der Zukunft, wo über alle Zielerreichungen umfassend Stellung genommen wird, auch über die Klimaziele. Dabei geht es natürlich um die nationalen Klimaziele zunächst mal. Und da haben wir ambitionierte Ziele bis in das Jahr 2050 hinein. Also nicht nur für das Jahr 2020, sondern eben auch 2030 und 2050. Und diese Ziele werden dort umfassend in einem jährlichen Prozess analysiert. Und zugleich wurde ja auch schon heute von Herrn Seiber dargestellt, sind die Ziele der Energiewende klar. Die Energiewende baut auf zwei wesentliche Säulen. Das ist zum einen der Ausbau der erneuerbaren Energien
und die zweite Säule eben Energieeffizienz. Das ist eine klare Antwort der Bundesregierung, wie sie die Klimaziele erreichen will. Zu Ihrer Frage Kohle, auch da kann ich mal darauf hinweisen, dass auch da verschiedene Beschlüsse gerade in jüngster Zeit ja gefasst wurden. Hier nur der Hinweis, dass gerade das Bundeswirtschaftsministerium für den Bereich der Stromsektors die Beschlüsse am 4.11. im Kabinett verabschiedet hat, eben zur Umsetzung der sogenannten Sicherheitsbereitschaft für Braunkohle, wo eben auch da ein wichtiger Beitrag verabschiedet wurde im Kabinett zur Erreichung der nationalen Klimaziele. Also es gibt viele Beschlüsse, die wir schon verabschiedet haben. Und damit ist, glaube ich, sehr klargestellt, was das Ziel der Bundesregierung zur Erreichung der Klimaziele ist. Vielen Dank. Ich fasse das jetzt mal zusammen unter dem Thema Energiewende, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, und frage, ob es Fragen zum Rentenversicherungsbericht 2015 gibt. Gibt es welche zum Tierschutzbericht 2015? Zum Gutachten Forschung und Innovation 2015? Zur Flüchtlingssituation und Herrn Weise im Kabinett. Moment, ich muss erst mal, wir fangen mal mit Herrn Heller an. Lassen Sie mal Ihre Hand noch oben. So. Ich hätte zwei Fragen. Ich hätte gern einmal gewusst, ob Sie uns teilhaben lassen können an den möglicherweise Fortschritten, die Herr Weise im Hinblick auf die Beschleunigung der Verfahren verkündet hat. Und ich würde zum Zweiten gerne wissen, es ist ja geplant, glaube ich, am Montag das zweite Asylpaket zu beschließen. Wie will man denn das machen angesichts des Streits über die Anrechnung von Sprachkursen bei den Flüchtlingen? Soweit ich weiß, hat da ja das Finanzministerium, das vielleicht was dazu sagen könnte, ganz andere Vorstellungen als zum Beispiel Innenjustizministerium, nur als Beispiel. Gut, Sie wissen, dass die Koalitionsspitzen sich in der vorletzten Woche auf Maßnahmen geeinigt haben. Nun sind wir in der Phase, diese Maßnahmen sozusagen als Regierung umzusetzen. Und dazu sind wir in konstruktiven Gesprächen innerhalb der Bundesregierung. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Das wäre in dieser Phase auch unüblich. Und was die Frage Richtung Herrn Weise betrifft, ich denke, da ist das Bundesinnenministerium sicherlich noch geeigneter. Herr Weise hat aber nur mal klar dargelegt, was bei dieser Vernetzung von BA und BAMF, die er ja quasi auch in seiner Person verkörpert, was da die Ziele sind. Wir wollen eben die Gesamtprozesse optimieren, wir wollen sie beschleunigen, und zwar den gesamten Prozess von der Registrierung eines Asylsuchenden über den Transport bis hin zur Versorgung und zum Abschluss dann des Asylverfahrens. Es geht darum, die Bearbeitungsrückstände, die bei den Asylverfahren derzeit noch bestehen, im großen Stil zu reduzieren. Es geht darum, Sprachförderung für Schutzberechtigte, für Asylbewerber mit einer guten Bleibeperspektive zu stärken. Dazu werden beispielsweise die Kapazitäten, die wir für Integrationskurse haben, erheblich ausgeweitet. Und es geht, und das ist natürlich sehr wichtig, um eine möglichst frühe Integration in den Arbeitsmarkt, die Jobcenter, die Agenturen für Arbeit entwickeln, operative Angebote, die eben eine frühzeitige Beratung auf den individuellen Fall zugeschnitten, eine individuelle Förderung ermöglichen. Und bei alledem ist es genauso wichtig, dass wir inländische Gruppen, deutsche Langzeitarbeitslose, natürlich nicht vernachlässigen. Was die konkreten Zahlen des BAMF derzeit betrifft, ist vielleicht Herr Dimroth besser in der Lage als ich. Na, also vielen Dank. Ob das heute Morgen Gegenstand, so habe ich Ihre Frage verstanden, sozusagen der Kabinettbefassung war, dem kann ich nichts hinzufügen. Ich war nicht dabei, insofern kann ich da nicht ergänzen. Was die allgemeine Situation anbetrifft, so wissen Sie, denke ich, grundsätzlich die Zahlen, insbesondere was die Verfahrensdauer anbetrifft. Da hat sich mit Stand heute jetzt auch nichts Wesentliches verändert zu den Ihnen bekannten Zahlen. Richtig ist, dass sozusagen auf operative Ebene das BAMF eine Reihe von Dingen angestoßen hat, um hier noch schneller zu werden. Richtig ist ebenso, dass wir auf gesetzgeberischer Ebene hier ja bereits Dinge initiiert haben und jetzt gerade dabei sind, innerhalb der Ressorts eben das, was beschlossen wurde, wie Herr Seibert gerade ausführte, von den Parteivorsitzenden auch zur weiteren Beschleunigung der Verfahren in Gesetzesform zu gießen, zu konsolidieren und dann entsprechend auch zu beschließen. Also ich kann, Entschuldigung. Dem, was Herr Seibert gesagt hat, eigentlich nicht viel hinzufügen wollen. Sie haben recht, Ressortgespräche sind gerade erst angelaufen, gestern, glaube ich.
Die Vorgaben sind ja auch klar. Es gab ja den Beschluss der Koalitionsspitzen vom 5. November. Darin heißt es in dem Punkt Kosten der Sprach- und Integrationsförderung ja, dass für die Erbringung von Sprach- und Integrationskosten, Sprach- und Integrationskursen künftig generell eine angemessene Eigenbeteiligung vorgesehen werden soll. Das sind die Rahmenbedingungen, über die jetzt hier gesprochen wird. Zu einzelnen Zahlen würde ich mich da jetzt nicht äußern. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass ein gewisser Bürokratieaufwand verhältnismäßig sein muss. Nur noch mal zur Verdeutlichung, aber es ist richtig, dass da die Auffassungen über die Dimension dieser Anrechnung, dieses Betrages zwischen den Ministerien noch sehr unterschiedlich sind. Und kann man das bis Montag schaffen, das auf eine gemeinsame Linie zu bringen? Davon gehen wir jetzt aus, aber die Ressortgespräche dazu laufen. Nächste Frage hat Kollege Jung, bitte schön. Ans Kanzleramt, das er für die Flüchtlingskoordination verantwortlich ist. Herr Seibert, sind alle Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland mittlerweile winterfest? Das kann ich Ihnen hier aus dem Stand nicht beantworten. Es sind enorme Anstrengungen gemacht worden, dass das so ist. Aber ich kann es Ihnen jetzt aus dem Stand nicht beantworten. Das müsste ich nachreichen. Danke. Bitte schön, Kollege Steiner. Vielen Dank. Herr Dimroth, mich würde interessieren, was hat denn Herr Weise oder vielleicht auch Herr Seibert, ich weiß nicht, wer es beantworten kann, was hat denn Herr Weise an konkreten Maßnahmen veranlassen lassen, muss man glaube ich sagen, in seinem Fall, innerhalb der vergangenen jetzt fast 2 Monate, die er diese Leitungsfunktion ausübt? Ja, also ich glaube, Herr Seibert hat dazu eben sehr weitreichend ausgeführt, was heute auch sozusagen als Ergebnis dieser Arbeitsprozesse im Kabinett präsentiert wurde. Darüber hinaus kann ich jetzt nicht sozusagen en Detail einzelne Arbeitsschritte berichten, sondern wir sind guter Auffassung, dass Herr Weise da wichtige Impulse gesetzt hat und insoweit auch eben auf der von mir als operativ bezeichneten Ebene auf einem sehr guten Weg ist. Ich kann hier jetzt auch nicht alle Zahlen, die Sie sich wünschen, vorlegen. Das ist vielleicht auch wert, dass Sie beim Bundesamt für Migration und Forschung nochmal, Migration und Flüchtlinge, Entschuldigung, nochmal gesondert nachfragen. Ich kann Ihnen einzelne Punkte nennen, wenn man das Thema Reduktion der Bearbeitungsrückstände angeht. Da sind beispielsweise spezialisierte Entscheidungszentren eingerichtet worden, 4 Stück. 3 weitere sind in Vorbereitung. Das wird es uns ermöglichen, diesen Rückstand zügiger abzuarbeiten. Das ist etwas, was geschehen ist. Es geht um die personelle Verstärkung des BAMF, die erheblich vorankommt. Da sind Stellen geschaffen worden, es gibt Einstellungszusagen für weitere Stellen. Das alles wird es ermöglichen. Schon heute haben wir, wenn ich mich recht erinnere, und nageln Sie mich da nicht fest, aber fragen Sie es beim BAMF nochmal nach, 1600 Entscheidungen am Tag. Das ist eine starke Steigerung gegenüber dem, was noch vor wenigen Monaten dort möglich war. Ja, also ich hatte nur Herrn Steiners Frage jetzt so verstanden, sozusagen, was Herr Weise in Person sozusagen jetzt als in seiner Funktion veranlasst hat. Und das sind Punkte, die jetzt gerade genannt wurden. Und insbesondere vor allem die haushalterische Unterlegung der voraussichtlich anhaltend hohen Aufgabenlast beim BAMF ist aus unserer Sicht ja sehr erfreulich und umfassend gelungen. Und ich hatte gerade schon ausgeführt, dass es zusätzlich zu den haushalterischen Entscheidungen eine Reihe auch von gesetzgeberischen und weiteren Maßnahmen und Initiativen seitens der Bundesregierung, seitens des BMI gab. Und Herr Weise ist derjenige, der das mit seiner Schaffenskraft, seiner Erfahrung und insbesondere auch mit seiner besonderen Qualifikation, was eben seine andere Funktion, nämlich die der Leitung des, der Bundesagentur für Arbeit anbetrifft, insbesondere berufen und setzt das um, nämlich das große Thema Integration in den Arbeitsmarkt. Und da setzt er auch in seiner Person sehr wichtige Impulse. Herr Siebert mit einer Frage dazu. Herr Jung mit einer Frage dazu. Herr Siebert, bezüglich des zweiten Asylpakets, was nächste Woche beschlossen werden soll, welche Hilfe und welche Lösungen für die strukturellen Probleme der vielen freiwilligen Helfer in Deutschland werden von der Bundesregierung angedacht? Das ist jetzt eine sehr weitreichende Frage der vielen strukturellen Probleme der freiwilligen Helfer. Sie kennen die Beschlüsse der Koalitionsspitzen. Wir sind jetzt bei der Umsetzung, wie ich es gerade gesagt habe, in konstruktiven Gesprächen. Da gehe ich jetzt nicht auf Einzelheiten ein.
Und ansonsten müssten Sie die Frage etwas deutlicher oder zugespitzter formulieren. War das Thema, also war dieses Thema der strukturellen Probleme für die freiwilligen Helfer in Deutschland ein Thema bei den Koalitionsspitzen? Das, was die freiwilligen Helfer leisten, jeden Tag und seit vielen Wochen und Monaten, ist der Bundesregierung bekannt. Sie schätzt es, sie zieht ihren Hut davor und sie ist im engen Kontakt mit denjenigen, die diese Leistung erbringen, immer wieder. Und deswegen ist es natürlich unser, wenn wir sagen, wir wollen ordnen und steuern, dann wollen wir das, damit die Kommunen mit der Situation besser zurechtkommen können, aber natürlich auch die vielen ehrenamtlichen Helfer, vor deren Leistung wir, wie gesagt, den Hut ziehen. Strukturelle Probleme, die Sie ansprechen, müssten Sie genauer benennen, damit ich sagen kann, was dafür getan wird. Und dann erinnere ich nochmal daran, dass vieles von dem, was getan wird, natürlich auch in der Verantwortung der Länder liegt. Ja, bitteschön. Herr Jung, weil Sie da nach Fragen ergänzen, muss man sagen, selbstverständlich das, was die Bundeswehr macht, jeden Tag in Deutschland, ist auch zur Entlastung der freiwilligen Helfer. Wir haben Stand heute 7.700 Soldatinnen und Soldaten bundesweit gebunden in Aufgaben, die auch die freiwilligen Helferinnen und Helfer entlasten. Wir haben spezielle Führungslehrgänge eingerichtet bei der Bundeswehr, wo Führungspersonal auch dafür geschult wird, dass man zum Beispiel koordinierende Aufgaben dann von ehrenamtlichen Koordinatoren übernehmen kann, auch perspektivisch in den nächsten, also bis zu 200 werden wir ausbilden bis zum Jahresende, die dann auch entlasten können, übernehmen können, auch mal dafür sorgen können, dass Urlaube und Pausen eingelegt werden können, die sich wieder um ihre Berufe kümmern können. Da ist weitere Personalunterstützung zugesagt. Und es ist auch so, dass das täglich abgerufen wird. Es wird auch wahrgenommen in allen Bundesländern, in allen Kommunen. Wir hatten in der Spitze etwa vor einer Woche hatten wir rund 8.800, die dann über den Tag da in solchen Aufgaben gebunden waren. Das ist auch eine Maßnahme, die hilft, dass die örtlichen Strukturen nicht überlastet werden. Damit haben wir die Themen der Kabinettssitzung abgearbeitet. Ich würde jetzt mal kommen zum Thema innere Sicherheit. Dennis Maltauer. So, und dann der Kollege, bitteschön, in der achten Reihe. Ja, guten Tag, Herr Demmeroth. Es sind ja in den letzten paar Tagen ein paar Exekutivmaßnahmen, wie es heißt, durchgeführt worden in Deutschland im Zusammenhang mit den Fahndungen nach den Pariser Attentätern oder den Hintermännern. Können Sie mir sagen, welche öffentlichen Fahndungsbitten von außerhalb Deutschlands in Deutschland angekommen sind, speziell nach welchen Personen und bestimmten Fahrzeugen? Oder uns sagen, ob so etwas irgendwo zentral publiziert würde? Ja, guten Tag, Herr Jordans. Also zunächst mal würde es sicher nicht öffentlich registriert oder öffentlich mitgeteilt. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Insofern kann ich Ihre Frage nach konkreten Inhalten dieser Art ohnehin und ganz grundsätzlich nicht beantworten. Sie können davon ausgehen, dass selbstverständlich, wie ich hier auch bereits am Montag ausführte, auf allen Ebenen wir in einem sehr engen und sehr vertrauensvollen und etablierten Informationsaustausch mit den französischen Behörden, insbesondere mit den französischen Behörden stehen. Das betrifft auch Sachverhalte wie die von Ihnen angesprochenen. Das gilt aber über das bilaterale Verhältnis, das sehr gute und enge Verhältnis mit unseren französischen Partnerbehörden und auch auf ministerieller Ebene hinaus für ganz Europa. Selbstverständlich gibt es ein sehr etabliertes System von Informations- und Verfahrensaustausch genau über solche Fragen, die Sie gerade ansprechen. Und selbstverständlich wird gerade nach einer solchen Lage wie nach Paris werden diese Systeme bedient und ein Informationsaustausch gewährleistet, der sozusagen in Echtzeit funktioniert und damit gewährleistet, dass die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort dann in einer solchen Lage vor Entscheidung gestellt sind, die hinreichenden Informationen auch zur Verfügung haben. Und wenn ich nachfragen darf, die Frage stellt sich deshalb, weil ja im Moment auch SEK-Kommandos durch die Gegend geschickt werden, weil
deutsche Bürger meinen, bestimmte Personen erkannt zu haben, die in Jobcentern ein- und ausgehen. Und sie sagen mir, es gibt da keine zentrale Information ihrerseits, die kommuniziert, ob irgendwelche bestimmten Personen in Deutschland sind oder sein könnten? Also ich muss zugeben, ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht ganz. Es gibt ein etabliertes System von Informationsaustausch innerhalb Europas und selbstverständlich auch innerhalb Deutschlands mit dem Bundeskriminalamt als Zentralstelle, als zentraler Ansprechpartner für die Auslandskommunikation, für den Informationsfluss aus Deutschland heraus und aus dem Ausland, insbesondere im europäischen, nach Deutschland herein und dann eben an die zuständigen Stellen in den Bundesländern. Das ist ein etabliertes System, das funktioniert insbesondere in solchen Lagen. Und die Frage nach öffentlichen Ausschreibungen ist eine, die sich nach sehr engen rechtlichen Kriterien richtet, die wir in Deutschland dafür verabredet haben, wann man nämlich öffentlich beispielsweise ein Fahndungsersuchen ausschreibt. Und seien Sie gewiss, wenn diese rechtlichen Voraussetzungen erfüllt wären und es aus operativer, polizeitaktischer oder justizieller Sicht sinnvoll und geboten wäre, würde man von diesem Instrument Gebrauch machen. Aber wir haben hier eine Rechtskultur, die unter anderem eben das Ergebnis hat, dass wir das nur tun, wenn es auch bestimmte rechtliche Voraussetzungen gibt, die erfüllt sind. Die operativen und sozusagen verfahrensmäßigen Dinge müssten ohnehin zusätzlich erfüllt sein. Nochmal, wenn aus Sicht der Verantwortungsträger diese Voraussetzungen vorlägen, würde man auch vor solchen Maßnahmen sicher nicht Halt machen. Also letzte Nachfrage, wer würde das dann entscheiden? Ist das auf Bundesebene oder Länderebene? Das ist grundsätzlich, wie so vieles in diesem Kontext, Sache der Länder. Die nächste Frage hat der Kollege Heller, bitte. Mich würde interessieren, ob heute im Kabinett möglicherweise darüber gesprochen worden ist, welche Möglichkeiten, verfassungsrechtlichen Möglichkeiten es gibt, bei einer vergleichbaren Situation wie in Frankreich, in Deutschland doch auf die Bundeswehr Rückgriff zu nehmen, beziehungsweise ob darüber diskutiert worden ist, was gegebenenfalls an Voraussetzungen geschaffen werden kann, um für den absoluten Notfall auch solche Mittel anwenden zu können. Also im Bundeskabinett war das in diesem Sinne kein Thema. Wir kennen die Diskussion, die darüber jetzt geführt wird. Die grundgesetzliche Regelung und die grundgesetzlichen Einschränkungen sind aber auch bekannt. Und als Regierungssprecher und für diese Bundesregierung habe ich Ihnen da jetzt dazu nichts weiteres mitzuteilen. Es hat, weil ich danach mehrfach gefragt wurde, nach der heutigen Kabinettssitzung ein Gespräch der Bundeskanzlerin mit den für Sicherheitsfragen zuständigen Bundesministern gegeben. Ich will aber keine Verbindung zu der Frage jetzt herstellen nach Bundeswehreinsatz im Inneren. Ich sage nur, es hat nach der heutigen Kabinettssitzung eine Sitzung der Bundeskanzlerin mit den für Sicherheit zuständigen Ministern gegeben. Das ist sozusagen ein Folgetreffen der Besprechung vom vergangenen Samstag in der gleichen Runde, und diese Runde, das sind die Bundeskanzlerin, der Chef des Bundeskanzleramts, Minister Altmaier, sowie die Minister Gabriel, Steinmeier, de Maizière, von der Leyen, Maas und Dobrindt. Darf ich nur zur Klärung fragen? Sie sagen, die Diskussion ist Ihnen bekannt, aber gibt es diese Diskussion auch darüber, ob man gegebenenfalls Bedingungen schaffen sollte, um so einen Einsatz der Bundeswehr möglich zu machen? Gibt es diese Diskussion auch im Kabinett oder geht diese Diskussion am Kabinett vorbei? Ich sage, dass das heute im Kabinett kein Thema war, dass die Diskussion geführt wird zum Teil. Das hören Sie. Das ist vielleicht auch in dieser Zeit nicht überraschend. Aber die Möglichkeiten sind im Grundgesetz abschließend geregelt. Und diese Regelungen sind bekannt. Und deswegen kann ich für diese Bundesregierung jetzt hier keine Überlegungen dazu vortragen. Die nächste Frage hat der Kollege Lange. Zwei kurze Fragen an Herrn Dimroth, bitte, zur Absage des Länderspiels gestern. Hatten die Sicherheitsbehörden bereits in der Nacht zu Dienstag Hinweise auf einen Anschlag? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, bitte, ist geplant, auch in Zukunft GSG-9 Einsatzkräfte zu künftigen Großereignissen zu schicken? Oder war das gestern in Hannover ein einmaliger Einsatz? Danke. Ja,
Vielen Dank für die Frage. Zu den Abläufen und zu den Gründen, die gestern zu der Entscheidung geführt haben, dieses Fußball-Länderspiel abzusagen, auf Empfehlung der Sicherheitsbehörden und der daraus resultierenden Empfehlung des Bundesinnenministers, hat der Bundesinnenminister gestern Abend sehr ausführlich Stellung genommen und die Öffentlichkeit informiert. Insofern kann ich zu Ihrem ersten Teil der Frage schon nicht sehr viel Neues beitragen. Sie fragten, ob es bereits vorher Hinweise gegeben hat, und der Bundesinnenminister hat zu dem Verlauf der Dinge gestern auch was gesagt, nämlich dass sich Hinweise entsprechend verdichtet hätten in der letzten Phase vor der entsprechenden Empfehlung, die von ihm abgegeben wurde und der dann auch Folge geleistet wurde. Und zu der Frage des Einsatzes von Spezialeinheiten der Bundespolizei, auch da wird Sie das wenig überraschen, dass ich ganz grundsätzlich nicht zu operativen Einzelheiten in diesem Themenkomplex Stellung nehmen kann und werde. Und auch da kann ich nur darauf verweisen, dass Sie grundsätzlich davon ausgehen dürfen, dass die zuständigen Polizeiführer vor Ort, das sind in der Regel Beamtinnen und Beamten der Länder, gemeinsam in Absprache, in guter, vertrauensvoller Absprache und Vorabsprache mit den Bundesbehörden, soweit sie beteiligt sind, soweit deren Unterstützung angefordert ist, in jedem Einzelfall in größter Sorgfalt, aber auch mit größter Aufmerksamkeit und Sensibilität eine Einsatzlage so bewerten, dass dann auch entsprechend die Einsatzkräfte angefordert werden, um dieser Lage Herr werden zu können. Ich lasse das Mikrofon gleich offen für Herrn Davis, bitte. Ich habe zwei kurze Fragen an Herrn Seibert. Herr Seibert, können Sie noch mal sagen, was jetzt denn eigentlich oder ob es irgendwelche Ergebnisse gegeben hat heute? In der Sitzung des Sicherheitskabinetts, gibt es da irgendwelche Beschlüsse? Jetzt der Verkehrsminister beispielsweise war ja auch dabei. Gibt es da irgendwie besondere Sicherheitsmaßnahmen jetzt in Zügen, Fußballstadien etc.? Das wäre meine erste Frage. Und zweite Frage, können Sie vielleicht noch mal kurz was sagen zum Ablauf gestern? Also ich nehme an, als die Kanzlerin hier gestartet ist mit dem Flugzeug, war ja wohl noch davon ausgegangen, dass das Spiel stattfinden wird. Wie ist denn das eigentlich vor Ort gelaufen? Also ist sie sozusagen, ist Herr de Maizière denn unterrichtet worden, hat denn praktisch das alleine entschieden oder in Rücksprache mit der Kanzlerin? Oder wie ist das eigentlich abgelaufen gestern, die Entscheidung, das Spiel abzusagen? Der Innenminister hat in seiner Pressekonferenz gestern Abend in Hannover das Nötige zu den Abläufen gesagt. Darüber hinaus habe ich jetzt auch nichts für Sie an weiteren Details. Und die Besprechung der Bundeskanzlerin mit den für die Sicherheit zuständigen Ministern ist, wie immer, wenn die Bundeskanzlerin sich mit ihren Ministern berät, vertraulich. Nochmal Nachfrage, aber also über das Kabinett berichten Sie ja normalerweise. Genau, es war auch keine Kabinettssitzung. Man nennt es doch Sicherheitskabinett. Aber der Begriff Sicherheitskabinett in dem Sinne existiert eigentlich gar nicht. Es war eine Begegnung der Bundeskanzlerin mit den für die Sicherheit zuständigen Ministern. Und ich habe Ihnen gesagt, welche das sind. Und es gibt immer wieder Besprechungen der Bundeskanzlerin mit einzelnen Ministern zu verschiedenen Themen. Die sind vertraulich, darüber unterrichten wir sie nicht. Herr Kollege Siebert, bitte. Herr Dimroth, gibt es jetzt inzwischen Erkenntnisse darüber, ob einer oder mehrere der Attentäter von Paris oder Saint-Denis über die Westbalkanroute und gegebenenfalls auch über Deutschland nach Frankreich eingereist sind? Gesicherte Erkenntnisse dazu, die sozusagen Ergebnis einer abschließenden Bewertung auch unserer Behörden wären, habe ich dazu nicht. Und können Sie das jetzt nicht mitteilen, weil Sie diese Erkenntnisse nicht haben oder weil es die Bevölkerung zu sehr verunsichern würde, wenn Sie uns die Antwort darauf geben? Ich bleibe zunächst mal bei dem sachlichen Teil Ihrer Frage, bei meiner Antwort von eben. Gesicherte Erkenntnisse dazu habe ich nicht. Dem können Sie den Antwortteil, den Sie mit dem ersten Teil Ihrer Frage erfragt haben, entnehmen. Und zu dem zweiten Teil nehme ich an, dass Sie auf eine Teilbegründung des Bundesinnenministers gestern für die Absage des Spiels anspielen und kann dazu nur darauf verweisen, dass der Innenminister ja sehr ausführlich begründet hat, warum er nicht in aller Detailtiefe Gründe nennen kann, die letztlich ausschlaggebend waren für diese sicher nicht einfache Entscheidung aller Betroffenen. Und ein Teil dieser Begründung ist es, dass solche Informationen gewogen und betrachtet werden sollten von Menschen, die dafür ausgebildet sind, die entsprechende Expertise und Erfahrung mitbringen. Das sind die Menschen, die in den Sicherheitsbehörden tagtäglich für die Sicherheit in unserem Land
zuständig sind, die Verantwortung tragen und die insbesondere auch die hinreichende Besonnenheit mitbringen, um mit solchen Informationen angemessen umzugehen und zu verantwortlichen Entscheidungen zu kommen, so wie es gestern Abend geschehen ist. Der Kollege Rotbeck ist dran. Bitte schön. Herr Dimroth, Ihr Minister hat ja gestern mit der ausführlichen Erklärung, er hat ja gestern ausführlich erklärt, eigentlich wenig erklären zu wollen, um keine Verunsicherung entstehen zu lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Verunsicherung tatsächlich verhindert oder gar gemindert hat. Ich glaube aber durchaus, dass der Kreis, der hier versammelt ist, möglicherweise damit umgehen könnte. Also wäre es vielleicht eine vernünftige Lösung, dass wir mal unter drei gehen und Sie dann ein bisschen nochmal über die Abläufe gestern reden würden, damit man das einordnen kann, weil so wird ja schön weiter spekuliert werden. Dem Vorschlag könnte ich nur dann folgen, wenn ich Ihnen gleich abbringen müsste, das Einverständnis, dass ich Sie dann furchtbar enttäuschen müsste. Insofern würde ich den ungern aufnehmen. Der Minister hat aus guten Gründen und auch begründet ausgeführt, warum er so viel sagen kann zu den Gründen, wie er gesagt hat. Und nochmal, ich finde es eigentlich mit Händen zu greifen, dass es richtig und vernünftig ist, solche Informationen dort zu belassen, wo Menschen mit Ausbildung, mit Expertise und Erfahrung und der daraus resultierenden Besonnenheit zu verantwortlichen Entscheidungen kommen, wo sie hingehören. Und das ist bei den Sicherheitsbehörden. Und das ist aus guten Gründen, die ich gerade genannt habe, die etablierte Praxis. Und daran bin ich nicht bereit, gewillt sozusagen die Axt anzulegen. Ich weiß nicht, kurz bevor wir hier alle zusammenkamen, hatte die Bundeskanzlerin im Kanzleramt ja noch eine kurze Erklärung dazu abgegeben. Ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen die mitbekommen hat. Ich zitiere daraus gerne. Sie hat darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsbehörden in solchen Fällen sehr, sehr schwere Entscheidungen zu treffen haben. Vielleicht die schwersten, die es überhaupt gibt im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit. Und sie hat den Sicherheitsbehörden, der Polizei, im Übrigen auch den Menschen in Hannover und der Nationalmannschaft gedankt für ihre Ruhe und Besonnenheit in dieser schwierigen Situation. Die Entscheidung ist im Zweifel für die Sicherheit, für den Schutz der Menschen in Hannover gefallen. Herr Seiber, die Bundeskanzlerin ist ja damit ähnlich tief ins Detail gegangen wie der Minister gestern. Deswegen und das ist auch richtig so. Dann hat die nächste Frage der Kollege Mayer, bitte. Zwei kurze Fragen. Herr Schäfer, aus Paris kommt die Meldung, dass jetzt alle Opfer des schrecklichen Anschlages identifiziert seien. Haben Sie womöglich aktualisierte Erkenntnisse, inwiefern deutsche Staatsbürger dort betroffen sein könnten? Und eine Frage an Herrn Dimroth. Es ist gerade die Meldung bekommen, dass die Deutsche Fußballliga an den Bundesligaspielen des Wochenendes festhalten will. Ist dem eine Abstimmung auch mit dem Bundesinnenministerium und den Bundessicherheitsbehörden vorausgegangen? Danke. Mein Stand ist der, der auch Ihnen bekannt ist, dass es bei den schrecklichen Ereignissen von Freitagnacht zwei deutsche Todesopfer gegeben hat. Das ist aber, so denke ich, noch kein definitives letztes Wort. In diesen Fällen kommt es immer mal wieder vor, dass es entweder Missverständnisse oder Fehler gibt oder dass etwa Doppelstaatler von den französischen Behörden als Franzosen behandelt werden, die dann aber von anderen Nationen natürlich als eigene Staatsangehörige angesehen werden. Deshalb kann ich hier nur sagen, zwei deutsche Opfer leider definitiv. Darüber hinaus kann ich nicht ausschließen, dass es noch andere Fälle gibt. Ich halte das aber für wenig wahrscheinlich. Ja, ich kann nur sagen, ich kenne die Agenturmeldung nicht, weil ich jetzt seit geraumer Zeit hier mit Ihnen im Raum sitze. Deswegen kann ich dazu auch abschließend nichts sagen. Ganz grundsätzlich gilt selbstverständlich, dass wir alles dafür tun werden, dass Veranstaltungen jedweder Art stattfinden können, möglichst ungestört stattfinden können. Und ganz grundsätzlich gilt auch, dass auch für die Zukunft wir, soweit Hinweise vorliegen sollten, die genauso sorgsam und genauso ernsthaft betrachten, wie wir das in der Vergangenheit getan haben und mit den Betroffenen und den Verantwortlichen dann gegebenenfalls zu den passgenauen Entscheidungen kommen werden. Zusatz? Bitte. Der Minister hat ja gestern auch mit neben Herrn Raubal gesessen, der ja für die Deutsche Fußballliga spricht. Wurde dort vereinbart, in Kontakt zu bleiben? Das bedurfte ehrlich gesagt gestern Abend keiner Vereinbarung, weil sowohl institutionell zwischen uns und der Deutschen Fußballliga ein sehr steter und vertraulicher Austausch stattfindet,
als das ebenso für die beiden Personen, die Sie gerade angesprochen haben, gilt. Die nächste Frage hat der Kollege Jung, bitte schön. Herr Demroth, war das eigentlich gerade ernst gemeint oder mit einem Augenzwinkern, dass sich der Minister gestern ausführlich bei der PK geäußert hat? Und mich würde interessieren, ist es eigentlich verantwortungsbewusst von einem Minister zu sagen, ich kann Teile der Informationen, die ich habe, nicht rausgeben, weil das dann die Bevölkerung verunsichern würde? Weil das ist ja im Grunde eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass genau so ein Satz verunsichert ja die Bevölkerung. Also die erste Frage können wir vielleicht grundsätzlich zwischen uns beiden klären. Sie dürfen davon ausgehen, dass das immer ernst gemeint ist, was ich hier sage. Und insofern gilt das auch für die Antwort von eben. Und zu Ihrem zweiten Teil der Frage habe ich eben ausgeführt. Ich glaube, es ist mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit, dass Informationen, die eine gewisse Sensibilität aufweisen, die letztlich auch nur bewertbar sind, wenn sie in ein Gesamtbild gestellt werden, von denjenigen, und zwar möglichst ausschließlich von denjenigen, zur Kenntnis genommen und bewertet werden, die dafür, ich kann mich nur wiederholen, ausgebildet sind, die entsprechende Erfahrung mitbringen, weil Dritte möglicherweise andere und unzutreffende Schlüsse aus solchen Informationen ziehen könnten und würden. Und deswegen ist es genau richtig so, wie es gelaufen ist und läuft hoffentlich zukünftig auch so. Entschuldigung. Nachfrage dazu? Ja. Nun war Hannover ja gestern schon vor den Hinweisen ein Hochsicherheitstrakt, besonders um Stadion herum. Wie wollen Sie der Öffentlichkeit jetzt eigentlich noch sagen, was man in Deutschland eigentlich noch schützen kann, wenn nicht ein Fußballstadion, das schon ein Hochsicherheitstrakt ist? Also wie wollen Sie das in Zukunft bewerkstelligen? Also zunächst mal würde ich, wie so häufig, und ehrlich gesagt finde ich das in solchen sensiblen Bereichen noch unerfreulicher, ungerne jetzt Wortklaubereispielchen mit Ihnen betreiben und ungerne jetzt sozusagen in mein Statement mit aufgenommen wissen, das Wort Hochsicherheitstrakt, das würde ich mitnichten so teilen. Insofern wäre das ja vielleicht auch für die Zukunft eine Bitte meinerseits, darauf zu verzichten, wenn möglich. Das kostet immer Zeit und Mühe, das jedes Mal auszuräumen. Und ganz grundsätzlich gilt das, was ich gesagt habe und was der Minister gestern gesagt hat. Die Sicherheitsbehörden erhalten gerade nach den schrecklichen Ereignissen oder vergleichbaren Ereignissen wie denen von Paris grundsätzlich eine Vielzahl von Hinweisen und Informationen. Und der Minister hat nicht umsonst auch um einen Vertrauensvorschuss gebeten, dass nämlich diejenigen, die diese Informationen bewerten, die, wie Herr Seibert gerade ausgeführt hat, vor die schwierige und im Einzelfall sehr, sehr schwierige Entscheidung gestellt sind, wie damit umzugehen ist und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind, dass diese Menschen in Deutschland die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und insofern stellt sich auch der zweite Teil Ihrer Frage für mich in dem Sinne nicht. Denn die Verfahren, die dafür etabliert sind, sind so, dass Sie davon ausgehen dürfen, dass sozusagen hinreichend hinterlegt ist, wie die Sicherheit in jedem Einzelfall, wie es um die Sicherheit bestellt ist und dass die Menschen, die vor Ort ja tatsächlich dann für die Sicherheit der Veranstaltungen zuständig sind, im engen Austausch mit allen zuständigen Sicherheitsbehörden in Deutschland zu angemessenen und verantwortungsvollen Entscheidungen kommen. Daran habe ich jedenfalls keinen Zweifel. Kollege Steiner, bitte. Ja, meine Frage richtet sich an Herrn Flossdorf und Herrn Dr. Demroth in Kombination. Die Bundeswehr hat in den vergangenen Jahren häufig den Wachschutz ihrer eigenen Liegenschaften auf private Wachdienste umgestellt. Mich würde interessieren, ob es Planungen gibt, daran vielleicht Änderungen vorzunehmen, dass die Bundeswehr dies selbst wieder übernimmt. Oder dass vielleicht auch die Bundespolizei oder Polizei in der Länder, vielleicht wissen Sie das dann einfach nur, dies übernimmt im aktuellen Kontext. Denn es wird ja auch viel davon gesprochen, welche Aufgaben die Bundeswehr eigentlich vielleicht anstelle der Polizei übernehmen könnte. Würde mich einfach interessieren. Zum ersten Teil Ihrer Frage. Es wird immer sorgfältig abgewogen, wo das vertretbar ist, dass man auch durch einen Wachdienst, der übrigens jetzt nicht irgendein Wachdienst ist, sondern ein zertifizierter Wachdienst, der die entsprechenden notwendigen Fähigkeiten nachgewiesen hat, ausgelagert ist und wo nicht. Und es gibt im Moment da keine Überlegungen, hier nochmal nachzusehen, weil auch schon die Gefährdungslage, die für die vergangenen Jahre galt, auch jetzt die aktuelle Gefährdungslage ist und sehr sorgfältig erwogen wird, inwiefern das in jedem einzelnen Fall zu entscheiden ist. Also eine Aufgabenübernahme durch die von Ihnen angesprochenen Institutionen aus dem Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums ist mir nicht bekannt oder eine Planung dazu. Und andersherum? Also Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums übertragen ans BMVG und das ist mir auch nicht bekannt.
Gut, die nächste Frage hat die Kollegin in der vierten Reihe. Bitte schön. Frage an Herrn Seiber oder das Innenministerium. Von gestern hieß es, es sind keine, in Bezug auf die Geschehnisse in Hannover, es sind keine Fälle. Ja, eigentlich ist es, ist, glaube ich, das jetzt. Ist geht das? Entschuldigung, ja. Ich habe mich schon gewundert. Also Hannover. Gestern hieß es sind keine Festnahmen gemacht worden. Kann man heute mindestens ein bisschen über den Stand der Ermittlungen erfahren, ob es Durchsuchungen gegeben hat, ob es Verhaftungen gegeben hat oder Objekte in Sicht genommen worden sind? Danke. Also ich befürchte, über das, was Sie sozusagen gerade als bekannt vorausgesetzt haben, hinaus kann ich wenig beitragen, was aber auch sozusagen auch einen guten Grund hat. Und der liegt schlichtweg darin, dass verantwortlich für die Exekutivmaßnahmen vor Ort und für gegebenenfalls auch justizielle Maßnahmen die Behörden des Landes Niedersachsen sind. Und die werden sicher, soweit Verfahrensschritte erreicht sind, die für die Öffentlichkeit von Interesse sind, Sie darüber auch informieren. Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt hier noch drei Fragen zu dem Thema und würde gerne, ich weiß, das ist sehr umfassend, aber ich würde das gerne jetzt schließen, weil es gibt auch noch zwei andere Themen. Dann ist jetzt der Kollege Weiland mit einer weiteren Frage. Ja, ich habe eine kurze Frage nochmal in dem zur Absage des Länderspiels gestern. Haben sich die Hinweise, die gestern zur Absage geführt haben, bereits jetzt als nicht stichhaltig erwiesen oder laufen die Ermittlungen noch weiter? Also für ein Fazit, wie von Ihnen gerade formuliert, ist es sicher zu früh. Und es bleibt im weiteren Verlauf abzuwarten, inwieweit die Maßnahmen, die, wie gerade beschrieben, in Verantwortung der Landesbehörden des Landes Niedersachsen abgearbeitet werden, noch zu weiteren Ergebnissen führen. Insofern bleibt der Abschluss dieser Prozesse abzuwarten, bevor man zu einem Fazit wie dem von Ihnen genannten kommt. Und eins bleibt ohnehin jetzt schon richtig, denn man wird eine solche Entscheidung wie gestern Abend nie alleine daran messen können, ob sie richtig oder falsch war, was dann letztlich an Exekutivmaßnahmen, was Exekutivmaßnahmen im Nachgang an Ergebnissen erbracht hat, sondern man wird immer in der Situation entscheiden müssen, bevor man eine solche Entscheidung trifft. Wenn man immer die Geschichte vom Ende her kennen könnte, wären solche Entscheidungen nicht so schwer wie gerade beschrieben. Deswegen, nur um das ganz klar zu machen, alleine der Ausgang dieser Exekutivmaßnahmen ist kein Indikator für die Frage oder für die Beantwortung der Frage, ob die Entscheidung von gestern Abend richtig oder falsch war. Sind die Ermittlungen nur Sache von Niedersachsen? Oder ich meine, ich nehme an, es ist auch eine bundesweite Geschichte, ne? Also BKA und vielleicht Innenministerium. Also das Innenministerium aufgrund der verfassungsrechtlichen Ordnung, auf der wir uns bewegen, ist nie in Ermittlungen sozusagen unmittelbar einbezogen. Das Bundeskriminalamt ist es dann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, insbesondere wenn die Landesbehörden auch darum ersuchen. Und nach meinem Kenntnisstand jedenfalls ist es so, dass die Exekutivmaßnahmen selbst vor Ort in Verantwortung der niedersächsischen Landesbehörden ablaufen, was nicht heißt, dass es keinen sehr engen Austausch mit auch den Sicherheitsbehörden des Bundes gibt. Wie Sie wissen, gibt es beispielsweise hier in Berlin das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, wo tagtäglich die Verantwortlichen der Bundessicherheitsbehörden gemeinsam mit Entsendeten aus den Sicherheitsbehörden und den Polizeien der Länder am Tisch sitzen, um in Echtzeit alle Informationen, die kommen, zu bewerten und dann auch gemeinsam zu einem entsprechenden Lagebild zu kommen, das dann wiederum auch Grundlage sein kann für bestimmte exekutivische Maßnahmen, was aber nichts daran ändert nach der föderalen Sicherheitsarchitektur, dass zunächst mal zuständig dann die jeweils örtlich betroffenen Landesbehörden sind. Die nächste Frage hat die Kollegin der neunten Reihe. Bitte schön. Ja, während wir hier sitzen, hat das Nachrichtenmagazin Focus berichtet aus der Türkei, dass 8 Marokkaner festgenommen worden sind, nachdem sie angegeben hatten, Urlaub machen zu wollen. Es wurden keine Reservierungen gefunden in Hotels unter ihren Namen. Anstatt dessen, also Papiere, wonach die angeblich als Flüchtlinge nach Deutschland gehen wollten. Und in diesem Zusammenhang auch noch, was Herr Minister de Maizière gestern gesagt hat, dass
die Berichte über einen syrischen Pass, der in Paris gefunden wurde, also vielleicht Teil einer gelegten Spur sei. Also ich würde gerne von Herrn Dr. Schäfer bzw. Herrn Dr. Dimroth wissen, ob Sie irgendwas zu sagen haben zu diesen Berichten und überhaupt über die Gefahr, dass getarnte Terroristen als Flüchtlinge hier ankommen. Ja, ich kann gerne beginnen. Vielen Dank für die Frage. Also zunächst mal hat der Minister gestern letztlich zum Ausdruck gebracht, dass auch in Bezug auf den aufgefundenen syrischen Pass noch nicht alle Fragen abschließend geklärt sind von den französischen Behörden. Und bevor das nicht der Fall ist, es jedenfalls vorschnell wäre, wie auch immer geartete Schlüsse aus der Tatsache des Auffindens des Passes gezogen werden dürfen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir, wie auch schon mehrfach öffentlich zum Ausdruck gebracht, eine Reihe von Hinweisen bekommen haben in der Vergangenheit, dass es einen Konnex gibt, wie von Ihnen gerade angesprochen, zwischen Flüchtlingsbewegung und möglichem Bezug zu Terroristen. Und wir glücklicherweise bis heute in keinem einzigen Fall dieser Hinweise einen entsprechenden Konnex feststellen konnten. Zu konkreten Fällen kann und will ich mich nicht äußern. Das ist auch gar nicht die Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes. Was ich sagen kann, ist, dass wir sehr begrüßen, dass es auch bei der Terrorismusbekämpfung, bei der Kriminalitätsbekämpfung mit der Türkei eine enge und gute Zusammenarbeit gibt, die im Lichte der aktuellen Ereignisse noch weiter ausgebaut und intensiviert werden soll. Die letzte Frage zum Thema bitte, der Kollege Jung, bitte schön. Herr Seibert, was sagt die Bundesregierung den Menschen, die jetzt nach Paris Angst haben, dass ihre Grund- und Freiheitsrechte noch weiter eingeschränkt werden im Namen der Sicherheit? Zunächst einmal hat die Bundeskanzlerin bereits am Samstagmorgen das gesagt, was, glaube ich, für alle in der Bundesregierung gilt, als Reaktion auf die Attentate, die Anschläge dort. Einerseits das Entsetzen über solche Taten und andererseits die feste Entschlossenheit, dass wir, und das heißt nicht nur wir in Deutschland, sondern wir in Europa, wir überhaupt in der freien Welt, uns unser freies Leben nicht werden verderben lassen von Terroristen, dass wir zu der Freiheit dieses Lebens stehen und dass wir es auch im Übrigen für unsere größte Stärke halten. Ich sehe auch überhaupt im Moment keine Einschränkungen dieser Art und deswegen glaube ich, wäre es jetzt falsch, sich auf solche Fragen zu konzentrieren. Es ist jetzt erst einmal notwendig, aufzuklären, wer waren die Täter, wer waren die Hintermänner dieser Terroranschläge. Und es ist notwendig, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die Sicherheitskräfte auch dabei zu unterstützen. Und es ist notwendig, dass wir als Bürger freier Länder uns an unsere Werte erinnern und diese Werte aufrecht und selbstbewusst leben. Die Frage war ja eine erfahrungsbasierte Frage, weil bei den großen Terroranschlägen in den letzten Jahren gab es ja dann immer verschärfte Gesetze in Sachen Einschränkung von Freiheits- und Grundrechten. Also vielleicht Herr Dimroth, plant Herr de Maizière weitere Einschränkungen der Freiheits- und Grundrechte in Deutschland im Namen der Sicherheit? Ja, auch wenn dann meine Bitte unverhallt geblieben ist, muss ich Ihnen da schon sozusagen wieder leider widersprechen in Ihr in dem vermeintlichen Tatsachenkern Ihrer Frage. Der Schluss, dass es immer, wenn es zu terroristischen Anschlägen gekommen ist, so haben Sie es gesagt, jetzt darf ich bitte kurz reden, ist schlicht falsch und insofern weise ich die zurück. Nochmal, wir können das Spielchen immer weiter spielen. Und das Zweite ist, dass der Minister sehr besonnen und sehr überlegt gesagt hat, dass Gebote der Stunde lauten Aufklärung und Vorbeugung. Und insbesondere bei dem Teil der Aufklärung ist noch ein gutes Stück Arbeit zu tun, vor allem für die französischen Sicherheitsbehörden, die wir immer da, wo möglich und rechtlich zulässig unterstützen bei diesen Aufklärungsarbeiten. Und für Schlüsse, wie von Ihnen gerade angesprochen, ist es heute jedenfalls deutlich zu früh. Dann komme ich noch zu zwei Nachträgen, die Herr Seibert zu machen hat. Bitte schön. Genau, der eine betrifft das Thema Flüchtlinge. Das ist der Nachtrag für Herrn Jung, den ich sozusagen jetzt schon abliefere. Die Zahl der winterfesten Unterkünfte für Flüchtlinge steigt von Tag zu Tag, aber dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Das ist mein Nachtrag dazu. Und dann muss ich mich entschuldigen, dass ich in der Fülle der energiepolitischen Themen
den ersten Klimaschutzbericht, nachdem gefragt wurde, doch tatsächlich unterschlagen habe. Das soll natürlich nicht so sein. Und das ist gut, dass wir ein Bundesministerium für Umwelt haben und Frau Stamer Ihnen dazu vielleicht noch ein paar Details nachliefern kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es ist so, dass wie vorgesehen das Kabinett heute auf Vorschlag von Bundesumweltministerin Hendricks den Klimaschutzbericht 2015 verabschiedet hat. Dieser Bericht zieht eine erste Bilanz zur Umsetzung des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020, das im Dezember des vergangenen Jahres beschlossen worden war. Sie wissen, dass in diesem Aktionsprogramm eine Reihe von Maßnahmen festgeschrieben worden sind, damit wir unser Klimaschutzziel, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40% zu mindern, erreicht werden kann. Als Fazit des Klimaschutzberichtes lässt sich sagen, unser Aktionsprogramm macht gute Fortschritte. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen in die Wege geleitet. Einiges konnte bereits vollständig umgesetzt werden. Mit dem Bericht geben wir im Vorfeld der Pariser Klimakonferenz eine klare Botschaft. Deutschland wird sein Klimaschutzziel von -40% bis 2020 erreichen. Gibt es dazu Fragen? Bitte? Entschuldigung, was bedeutet das? Zur Winterfestigkeit. Herr Seibert, könnten Sie die Angabe quantifizieren? Also ist die Hälfte fertig, 90%? Ich kann das nicht quantifizieren und ich kann auch keine weiteren Zahlen nachliefern. Danke. Dann hat das Auswärtige Amt noch eine Reiseankündigung nachzuliefern. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, Herr Steinmeier plant heute Abend zu einer seit langem geplanten Reise seiner fünften nach Afrika aufzubrechen. Der Plan ist, dass er vier Länder in Afrika, im südlichen und östlichen Afrika aufsucht, Mosambik, Sambia, Uganda und dann auch am Abschluss eine Station in Tansania, in Arusha, wo er Begegnungen haben wird mit Vertretern der ostafrikanischen Gemeinschaft. Wie immer steht eine solche Reise unter dem Vorbehalt von Entwicklungen, die seine Präsenz in Berlin oder anderswo erforderlich machen könnten. Und wie immer ist sehr sorgfältig abgewogen worden, ob im Lichte dieser aktuellen Entwicklung in Europa, in Deutschland, eine solche Reise angetreten werden kann. Wir glauben allerdings, dass auch das, was geschehen ist, uns nicht daran hindern soll, gewissermaßen das normale diplomatische Geschäft weiterzuführen. Und im Übrigen, auch das haben wir ja gerade in der letzten Woche sehr öffentlichkeitswirksam in Valletta mit unseren afrikanischen Partnern diskutiert, ist Afrika ein ganz wichtiger Gesprächspartner bei allen Themen im Zusammenhang mit Terrorbekämpfung und Flüchtlingsströmen. Ich kann Ihnen versichern, es ist sichergestellt, dass der Außenminister jederzeit und regelmäßig unterrichtet ist, seine Kontakte und Gespräche natürlich auch auf der Reise fortsetzen kann und natürlich, falls erforderlich, auch die Reise verändert oder abgekürzt wird. Den Außenminister begleiten eine sehr große Delegation aus Abgeordneten des Deutschen Bundestages, aus der deutschen Wirtschaft und aus der deutschen Kultur. Wir möchten damit zum Ausdruck bringen, dass Afrika für uns, für Deutschland, für Europa wichtig ist und wir gerne einen möglichst breit angelegten Dialog auf Augenhöhe führen wollen. Nicht zuletzt haben alle vier Länder, die der Außenminister besucht, großes ökonomisches Potenzial. Also Mosambik etwa hat sich nach einem langen und sehr bitteren Bürgerkrieg Wachstum erarbeitet als eines der ärmsten Länder der Welt. Und wir sehen überall in diesen Staaten gute und große Chancen für die deutsche Wirtschaft, gleichzeitig gute Geschäfte zu machen und dabei die Entwicklungen in diesen Ländern in positiver Weise zu beeinflussen. Natürlich wird es auch einen intensiven kulturpolitischen und auch sicherheitspolitischen Dialog mit den Gesprächspartnern von Herrn Steinmeier geben. Ich danke Ihnen. Der Kollege Jung hat dazu eine Frage. Bitte schön. Herr Schäfer, welche Wirtschaftsvertreter werden den Minister begleiten? Können Sie das sagen oder nachreichen? Naja, wir machen das, ich glaube, immer so, dass wir
die dann sehen, wer tatsächlich an Bord ist. Auch Wirtschaftsvertreter haben manchmal Zwänge, die es ihnen möglich oder unmöglich machen, an solchen Reisen teilzunehmen. Kollegen von Ihnen nehmen an dieser Reise teil und sitzen im gleichen Flugzeug. Insofern ist das ist auch öffentlicher, geht es nicht. Ja, aber die Frage wurde ja hier gestellt. Also können Sie ja, aber absolut. Aber ich sage Ihnen, ich kann Ihnen das noch nicht sagen, weil die Reise ja noch gar nicht begonnen wurde. Gut. Ich glaube, stimmt. Entschuldigung. Dann haben wir vorhin ein Thema zurückgestellt. Ja. Und zwar war das das nach den sozusagen möglichen weiteren militärischen Implikationen der Terrorangriffe bzw. des EU-Bündnisfalls. Die Frage an Herrn Floßdorf ist, ist er jetzt in den vergangenen Tagen schon von der Mali-Mission oder von einer möglichen Erweiterung der Mission in Mali die Rede gewesen? Es hat ein Fact-Finding-Mission des Ministeriums gegeben. Was hat das ergeben? Was planen Sie in Mali und was hat sich sozusagen möglicherweise in den vergangenen Tagen an diesen Planungen geändert? Wird das erweitert? Was soll da, was kommt, sozusagen Entlastung der Franzosen, was kommt auf die Bundeswehr dazu? Interessiert vielleicht auch die Herren, die hinter mir sitzen. Ja, die werden genauso wie Sie dann auch umfangreich berichtet, wenn alles abgeschlossen ist an Erkundungen. Eine Erkundungsmission ist in der Tat dort gewesen, hat gesagt, es sieht gut aus, dass wir unser Engagement in den Rahmen der Vereinten Nationen dort im Norden Malis, wir sind ja schon unten im Süden Malis, über EUTM Mali sehr engagiert im Rahmen der Ausbildung, dass wir auch im Norden Malis uns dort stärker einbringen wollen. Die erste Erkundungsmission ist zurückgekommen, eine zweite ist jetzt aktuell in dieser Woche unterwegs. Es wird auch noch eine dritte Feinerkundung geben gegen Jahresende. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt hier nicht ins Detail gehen werde. Ist es denn Teil der Überlegungen der Bundesregierung vor dem Hintergrund? Wie das gestern die Bundesministerin ja auch schon in Brüssel genannt hat, ist das auch Teil der Überlegungen und genauso wurde es auch den französischen Partnern übermittelt. Eine Frage dazu noch vom Kollegen Walland, bitte. Nochmal ganz auch in diesem Zusammenhang, aber eher an Herrn Seibert und vielleicht auch an das Bundesfinanzministerium. Gestern hat der französische Ministerpräsident darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Antiterrorkampfs ja sehr viele neue Stellen geschaffen werden muss und die Ausgaben des Staates erhöht werden müssen. Zugleich wissen wir, das Maastricht-Kriterium wird von Frankreich nicht eingehalten, wird auch im nächsten und wahrscheinlich übernächsten Jahr nicht eingehalten. Es gibt seit längerem in Frankreich eine Diskussion darüber, ob man Militärausgaben rausrechnen soll. Der französische Ministerpräsident hat gestern darum gebeten, dass man die erhöhten Anstrengungen Frankreichs im Kampf gegen den Terrorismus auch in Rechnung stellen soll. Kann die Bundesregierung verstehen oder hat sie Verständnis dafür, wenn Frankreich nun das Defizitkriterium auch aufgrund vielleicht eines erhöhten militärischen oder Antiterrorengagements nicht einhalten kann? Das ist zunächst einmal ja gar keine Angelegenheit zwischen Deutschland und Frankreich oder Frankreich und irgendeinem anderen Mitgliedsland, sondern eine Angelegenheit zwischen Frankreich und der Europäischen Kommission, die nicht nur die Hüterin der Verträge, sondern auch die Hüterin der Maastricht-Kriterien ist. Und nach unserer Überzeugung ist da bereits eine erhebliche Flexibilität eingebaut. Ich weiß nicht, ob das BMF ergänzen will. Dort wird das zu beurteilen sein, mit anderen Worten. Genau, die Kommission hat sich ja auch gestern dazu schon geäußert. Der Pakt sieht ja keine grundsätzliche Herausrechnung bestimmter Aufgabenkategorien vor oder Ausgabenkategorien. Aber wie Herr Seibert sagt, hat der Pakt genügend Flexibilität eingebaut, um auch auf unvorhergesehene Entwicklungen, wie jetzt in Frankreich, reagieren zu können. Und über die Umsetzung des Paktes wacht die Kommission. Der Kollege Mayer dazu, bitte. Es gibt ja jetzt seit gestern zu beobachten dieses koordinierte Vorgehen Russlands und Frankreichs, was das militärische Vorgehen in Syrien angeht. Wie beurteilt die Bundesregierung diese Annäherung? Kann man das lesen als ein Einschwenken Europas darauf, doch jetzt mit Russland und in Klammern mit Assad stärker gegen den IS vorzugehen? Vielleicht Herr Seibert oder Herr Dr. Schäfer. Ja, ich glaube, man kann sagen, und das sagen wir nicht zum ersten Mal, sondern haben das in den letzten Monaten immer gesagt, je breiter die Koalition gegen ISIS, je kongruenter, je klarer die gemeinsamen Ziele, die man sich gesteckt hat, umso besser. Und wenn es jetzt zwischen Frankreich und Russland, zwischen der bisherigen Anti-ISIS-Koalition und Russland
oder anderen zu einer Annäherung und zu einer engeren Zusammenarbeit kommt, so glaube ich, dass es keinen Grund gäbe für die Bundesregierung, das nicht zu begrüßen. Mir scheint bislang, wie soll man sagen, die Indizienkette, die Sie da aufgezeigt haben, ich habe da gestern auch die Agenturen sehr aufmerksam mitverfolgt, noch nicht so stichhaltig zu sein, dass wir jetzt schon sagen können, das ist alles eine Politik aus einem Guss, die da in Syrien vonstatten geht. Aber ich habe den Außenminister am Samstag nach Wien zu den Syrien-Verhandlungen begleitet und auch da gilt, das haben ja übrigens auch schon die Amerikaner in gleicher Weise gewürdigt, dass das Vorgehen der Russischen Föderation, der russischen Regierung sehr konstruktiv war, dass der russische Außenminister Lavrov einen wichtigen und sehr konstruktiven Beitrag dazu geleistet hat, dass es zu der Einigung von Wien gekommen ist, wie Sie wissen, ja einen konkreten, mit Zeiten belegten Fahrplan für die Schaffung eines Waffenstillstands und eines politischen Übergangsprozesses vorsieht. Wir glauben, dass das wichtige Schritte in die richtige Richtung sind und würden uns sehr wünschen, wenn wir auch in Zukunft auf diesem Weg mit Russland und mit anderen Partnern weiter zusammenarbeiten können. Noch eine Frage von Kollegen Jung, bitte schön. Herr Schäfer, vor 6 Wochen haben Sie bzw. Ihre Vertreterin hier gesagt, dass Sie großes Verständnis für die französischen Luftangriffe in Syrien haben und gleichzeitig große Sorge bei den russischen Luftangriffen in Syrien. Nun haben Sie ja beide zusammengetan. Also hat man jetzt für die russischen Bombardierungen auch Verständnis oder hat man für die bei den französischen Luftangriffen nun auch große Sorge? Und mich würde interessieren, da Russland ja der Alliierte von Assad ist und Frankreich und Russland jetzt Alliierte gegen ISIS sind, ist Frankreich jetzt der Alliierte von Assad und ist Deutschland damit auch ein Alliierter von Assad? Herr Mayer hatte eine ähnliche Frage gestellt. Ich habe darauf bin ihm die Antwort schuldig geblieben. Gut, dass Sie da nochmal dann nachhaken. Also das so gegeneinander zu stellen, wie das im Übrigen von mir gesagt wurde, finde ich ganz schön unredlich, weil Sie dabei den Kontext völlig außer Acht lassen. Meine Äußerung an die Adresse der russischen Regierung war die auch aus jetziger Sicht zutreffende Analyse, dass die Luftangriffe, die von Russland damals geflogen wurden, angekündigt wurden als Luftangriffe gegen ISIS, dass aber nur ein ganz kleiner Teil dieser Luftangriffe belegbar gegen ISIS gerichtet war und ein anderer Teil, ein sehr viel größerer Teil dieser Luftangriffe, sagen andere Ziele, andere militärische, womöglich auch andere politische Ziele verfolgt hat, nämlich an den Stellen, an denen es unmittelbare Konfliktlinien zwischen der Armee von Präsident Assad und Kräften oppositioneller Militärgruppierungen gab, zu operieren. Und das war der Grund, weshalb ich nichts davon zurückzunehmen habe, damals in Sorge, sagen die Sorge geäußert zu haben. So, und so holzschnittartig, wie Ihre Frage, ist bestimmt nicht so gemeint, aber wie Ihre Frage rüberkommt, sagen, der ist Bündnispartner von dem und damit der mit dem und dann auch die mit denen, das scheint mir jetzt doch etwas simplifiziert zu sein. Ich kann nur noch mal wiederholen. Russland hat sich in den letzten Wochen belegbar mit uns, mit anderen Partnern, auch mit den wichtigsten Vertretern der Anti-ISIS-Koalition konstruktiv auseinandergesetzt. Wir sind da zu gemeinsamen Schritten in die richtige Richtung gekommen. Wir haben mit Russland und mit Iran ausdrücklich kein gemeinsames Verständnis über den Umgang mit der Personalie Assad. Was wir aber erreicht haben am vergangenen Samstag, ist ein großer Schritt vorwärts, weil es uns gelungen ist, die Personalie Assad aus dem Weg zu räumen, sie in die Zukunft zu verlagern und sie nicht im Weg stehen zu lassen, einem politischen Prozess, einem Weg Richtung Waffenstillstand, der in unserem Interesse ist, weil er ein Ende des Leids der Menschen in Syrien bedeuten kann, weil er vielleicht auch eine Reduzierung des Flüchtlingsdruckes bedeuten kann. Und wir hoffen, dass jetzt in den nächsten Wochen nochmal auch Russland weiter so konstruktiv mitarbeiten wird, dass wir eine echte Chance bekommen, den Fahrplan, der am letzten Samstag in Wien vereinbart worden ist, dann auch in die Tat umzusetzen. Und dazu gehört auch, dass Russland seinen Teil dazu beitragen kann, die oppositionellen Gruppen, die wir brauchen, um mit dem Assad-Regime in Gespräche über Übergangsprozesse einzutreten,
dann auch tatsächlich an den Verhandlungstisch zu bringen. Dann anders gefragt, ist Russland schon ein Alliierter für die Bundesregierung im Kampf gegen ISIS in Syrien oder noch nicht? Russland ist für uns ein ganz wichtiger und vielleicht sogar entscheidender Gesprächspartner in dieser Frage. So, jetzt aber, Kolleginnen und Kollegen, nach einer sehr ausführlichen Regierungspressekonferenz wünsche ich uns allen noch einen angenehmen Tag. Ebenso.